Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine Runde Chroniken der Engel oder kurz Engel genannt. Ich muss mal wieder seitenverkehrt hier im Bild, aber. Und ja, wir spielen heute das Prelude des Engel Lyriel und dieser Engel wird gespielt von Lokis Vibe. Hallo. So, ja. Hier in der Mitte seht ihr auch eine schöne Zeichnung vom Lyriel, dem raphaelitischen Engel. Danke an Züdi, die das so super toll gemalt hat. Und ja, wir freuen uns alle schon auf wie die anderen Engel auch aussehen von Züdi. Danke, danke. Ja, ich habe gedacht, ich erzähle, bevor wir in das Prelude richtig reinstarten, vielleicht mal ganz kurz etwas zum Setting. Ein bisschen was habe ich ja schon in den Nerdpool geschrieben, bei der Streambeschreibung. Aber ja, vielleicht erzähle ich irgendwie euch, die jetzt gerade neu zuguckt, ein bisschen was zum Setting. Also bei Engel handelt es sich um ein, ja, postapokalyptisches Szenario. Wir befinden uns in Europa und zwar im Jahre 2654. Und ich habe hier auch mal eine Karte für euch. So sieht Europa aus im Jahre 2654. Ja, es ist einiges passiert, wie man sehen kann. Ich höre gerade irgendwen hier doppelt. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Egal. Ja. Wie man sieht, ist es sehr viel Wasser und sehr relativ wenig Landmasse übrig geblieben. Das liegt daran, dass die Polkappen inzwischen abgeschmolzen sind. Ja, das ist nur eine von den Katastrophen, die die Welt irgendwie heimgesucht hat, in der Zeit zwischen heute und diesem Zukunftsjahr. Dazwischen gab es noch mehrere weitere Katastrophen. Zum Beispiel sind mehrmals hintereinander, also in ungefähr Abschnitten von so ungefähr 50 bis 100 Jahren, sind mehrmals alle über 14-jährigen Menschen auf der Erde einfach so verstorben innerhalb von wenigen Tagen. Und ja, das ist mehrmals hintereinander passiert. Das heißt, das Wissen, was wir heutzutage hier haben, also was unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation ausmacht, was mit diesem Wissen passiert, das könnt ihr euch vorstellen, wenn auch von einem Tag auf den anderen ja, alle über 14-Jährigen weg sind. Und das auch noch mal in regelmäßigen Abständen sich wiederholt hat. Das ist die zweite große Katastrophe neben der Polkappenschmelze. Die dritte Katastrophe ist, dass es sogenannte Fegefeuer gegeben hat, die unter anderem auch dafür zuständig sind, dass die Polkappen abgeschmolzen sind. Auf der Karte könnt ihr das sehen, diese schwarzen Linien, die sich hier ziehen. Das sind Fegefeuer, große Flammensäulen, die über die Erde schießen. Und die verbranntes Land und verbranntes, verödetes Wasser und ja auch Luft hinterlassen, die man nicht durchqueren kann. Das sogenannte Brandland hinterlassen diese Fegefeuer. Deswegen sind das auch so Striche. Und aus diesem Brandland heraus sind ja Dämonen gekrochen. In vierlei Gestalt, die meisten davon in Insektengestalt und haben die Menschheit angegriffen. Und ja, das ist ja die paar Menschen, die übergeblieben waren oder sich gerade neu aufgebaut hatten, haben diesem neuen Feind gegenübergestanden, riesigen insektenartigen dämonischen Kreaturen. Und ja, sind fast ausgerottet worden. Die Menschheit wäre fast daran zunichte gegangen, hätte der Herrgott im Himmel, nicht seine Engel gesandt auf die Erde. Einer davon ist Lyriel. Und die Engel sind als Streiter der sich neu gegründeten Kirche unterwegs. Ein fester Beweis dafür, dass es den Gott im Himmel gibt.
Genauso wie die Fegefeuer und das Brandland einen Beweis dafür sind, dass es den Herrn der Fliegen bzw. den Teufel gibt. Und die Engel kämpfen gegen diese Kreaturen der Hölle, gegen die sogenannte Traumsaat, und konnten sie zurückschlagen, zumindest fürs Erste. Aber naja, es gibt mehr oder weniger immer noch Traumsaat. Und ja, sie haben sich inzwischen nicht mal auf offene Feldschlachten eingelassen, sondern arbeiten ein bisschen im Verborgenen. So ist der Stand der Dinge momentan. Dieses Brandland, was ich euch eben gezeigt habe, diese schwarzen Linien, wie gesagt, die kann man nicht überqueren. Jeder Mensch, der da rein geht, oder jeder Engel, der da rein fliegt, jedes Wesen, was dort reingeht, verödet und stirbt nach kurzer Zeit. Und niemand, der bisher da reingegangen ist, ist jemals wieder herausgekommen. Das heißt auch, der Weg in den Osten ist weg. Da kann man nicht hin, weil da ist das Brandland. Der Weg nach Süden, nach Afrika, ist auch so gut wie abgeschnitten. Der Weg in den Westen rüber nach Amerika. Niemand weiß, was in Amerika los ist. Kein Schwein kann über das große Wasser. Flugzeuge funktionieren nicht mehr, beziehungsweise keiner weiß mehr, wie sie funktionieren. Oder wie man neue baut oder betankt oder wie man überhaupt Sprit herstellt. Das Wissen ist alles verloren gegangen. Und dazu gibt es die große kirchliche Organisation, die sich der Menschheit angenommen hat. Oh, danke Newman fürs Koala-Kraul. Die angelitische Kirche, nicht zu verwechseln mit unserer Kirche heute, die angelitische Kirche hat sich gegründet und ist Oberhaupt und Anführer der Engel. Geführt wird diese angelitische Kirche von einem Papst, nämlich dem Papst Petrus Secundus. Dieser Papst ist schon seit über Hunderten von Jahren am Leben. Und zwar ist er niemals gealtert, seit er zum Papst ernannt wurde. Mit 14 Jahren wurde er zum Papst ernannt und ist seitdem keinen Tag gealtert. Ein weiterer Beweis dafür, dass er das Anspruchsrecht hat, die Kirche gegen die Traumsaat zu führen. Die Kirche ist ziemlich rigoros und hat Regeln erlassen. Und eine dieser Regeln besagt zum Beispiel, dass Technik verboten ist. Technik hat dazu geführt, dass die Sintflut ausgelöst wurde, dass die Brandlande entstanden sind. So ist der allgemeine Volksglauben zumindest. Und ebenso ist es verboten, zumindest für die nicht kirchlichen Würdenträger lesen und schreiben zu lernen, weil auch aus diesem erwächst Sünde heraus und die Leute dürfen es halt einfach nicht machen. Wo jetzt der Übergang ist, auch zwischen Technik und erlaubten Hilfsmitteln, das ist auch ein bisschen im schwammigen Bereich, also ist ein Flaschenzug schon Technik, da scheiden sich die Geister. Die Menschheit lebt mehr oder weniger in einer Art mittelalterlichem Zustand und hat den Ackerbau wieder entdeckt, das einfache Leben, das man eigentlich im finsteren Mittelalter eigentlich gelebt hat. Natürlich auf den Ruinen der niedergegangenen Zivilisation von uns heute. Das heißt, es gibt immer noch Windräder, die irgendwo als Ruinen irgendwo in der Gegend rumstehen. Keiner weiß, was das mal waren. Es gibt Kernkraftwerke, die irgendwann mal wahrscheinlich da rumgestanden haben. Schwimmbäder, große Städte. Einige der Städte sind halt auch überbaut worden und einige andere Städte existieren noch. Wir befinden uns heute mit unserem Prelude in der schönen Stadt. Jetzt vergesse ich immer den Namen, denn der Name hat sich geändert zu heute. Wir befinden uns in Raphaelsland. Raphaelsland ist ungefähr da, wo jetzt die Schweiz heute ist. Und wir befinden uns in der Stadt Grazianopel. Wahrscheinlich ist es Graz. Und wenn ich die Karte nochmal einblende, das sieht man nicht so richtig. Hier ist Raphaelsland irgendwo, glaube ich. Ja, da müsste es sein. Da. Ne? Okay, man könnte meinen Mauszeiger eh nicht sehen. Ha! Ja, also Grazianopel ist da in der Mitte, wo Graz ungefähr ist. Kann man, glaube ich, gerade nicht richtig lesen, aber ihr wisst, was gemeint ist.
In jeder von diesen Städten, wo so eine Fähnlein dran ist, da steht ein sogenannter Himmel. Das sind große Bauten, die bis in die Wolken hochreichen, in denen Engel auf die Erde ankommen und ausgebildet werden von der angelitischen Kirche. Um diese Bauten herum haben sich Ländereien gebildet. Und diese Länderei Gratianopel ist das Raphaelsland, beherrscht vom Orden der Raphaeliten und von den Engeln des Raphael. Das sind Engel, die sich der Heilung verschrieben haben und der Manipulation des menschlichen oder des tierischen Körpers. Mächte von Gott mitbekommen haben, die alles Mögliche mit Heilung oder sonstigem zu tun haben. Und auch Lyriel ist ein solcher Engel. Und wir beginnen heute ein Prelude, was man sonst eigentlich in Rollenspielen relativ selten macht, und zwar mit der Geburt von Lyriel. Und damit gehen wir mal ins Spiel hinein. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Gequatsche von vorneweg. Wenn ihr Fragen habt zum Rollenspiel, ich verlinke euch, wenn ihr es auf YouTube guckt, unten nochmal ganz viele Links. Dann könnt ihr ein bisschen stöbern. Ja, die Geburt eines Engels. Wie sieht die Geburt eines Engels aus? Engel sind eigentlich keine stofflichen Wesen. Sie existieren eigentlich im Himmel bei Gott. Sind unsterblich. Natürlich, sie sind Engel. Unglaublich mächtige Wesen, und würden sie in ihrer eigentlichen Gestalt auf die Erde niederfahren und sich mit den Menschen oder der Traumsatz zu erkennen geben, würde zumindest die Menschen sofort vergehen oder in Panik verfallen oder total wirr werden, weil sie den Anblick eines Engels nicht ertragen können. Diese pure Form, die pure Schönheit von Gott kann ein Mensch nicht ertragen. Deswegen fahren die Engel auf die Erde nieder und werden auf der Erde geboren in einen Wirtskörper, den sie sich suchen, und fahren, damit die Menschen sie als ungefährlich wahrnehmen, in eine Form, die sie annehmen, nämlich von Form von Kindern, wie man auch auf dem Bild hier, das Züdi gezeichnet hat, ganz gut sehen kann. Lyriel ist in ihrer Erscheinungsform inzwischen ein ungefähr, schwer zu sagen, 9 Jahre altes Mädchen, 8, 9 Jahre vielleicht. Und ja, das Erste, was Lyriel wahrnimmt, als sie sich ihrer gewahr wird auf Erden, nicht mehr im Himmel, ist Wärme. Lyriel fühlt sich unglaublich benommen. Es ist wahrscheinlich eine große Anstrengung gewesen, den weiten Weg vom Himmel hinunter auf die Erde zu bewältigen. Lyriel fühlt aber Wärme unter den Füßen. Lyriel ist ein bisschen geblendet vom Licht dieses Raumes, in den sie eintritt. Aber es fühlt sich warm, gut, fast schon ein bisschen kuschelig an. Es fühlt sich richtig an, da wo du jetzt bist, Lyriel. Und es ist komisch, denn du bist das erste Mal in einem Körper. Du stehst, du weißt, wie man steht. Warum, ist dir nicht ganz klar. Du siehst um dich herum keine weiteren Gestalten. Der Raum ist hell ausgeleuchtet, mit weißen Steinen verklinkert. Wie gesagt, auf der Boden ist weiß, fast schon ein bisschen strahlend. Aber dieses Weiß auf dem Boden ist irgendwie auch flauschig. Wahrscheinlich Teppichboden oder so etwas. Und unglaublich warm. Viel wärmer, als du das vorgestellt hast vielleicht. Und natürlich ist es begrenzt. Du streckst vielleicht deine Hände und deine Gliedmaßen aus. Wirst dir bewusst, auf meinem Rücken befindet sich etwas. Es sind Flügel, zumindest kleine Ansätze von Flügeln, noch nicht ganz ausgewachsen, denn du bist ja gerade erst geboren. Und ja, natürlich ein neugeborener Engel, wie ihn Gott schuf. Und im nächsten Augenblick ist das Weiß, das pure Weiß der Klinkersteine vor dir,
bekommt einen Riss und Gestalten treten in den Raum zu dir. Gehüllt in weiße Gewänder, umschlungen mit mehreren Stoffen, tragen auch Stoffe auf dem Arm über sich und hüllen dich in Stoffe ein, die wirklich rein, weiß und auch vorgewärmt und kuschelig sich anfühlen. Sie nehmen dich in den Arm, begrüßen dich mit einer Sprache, die du zuerst ganz schwer verstehen kannst, aber dann irgendwie instinktiv die Worte hörst und auch verstehst. Willkommen, Engel des Herrn. Wo bin ich? Du bist auf der Erde. Im Himmel des Raphael. Nein, nicht in dem Himmel. In dem irdischen Himmel des Raphael. Oh. Und wer seid ihr? Die Gestalt lässt dich erstmal wieder los, schaut dich mit einem gütigen, freundlichen Gesicht an und lächelt, spricht, ich bin dein Nonus. Nenn mich Bruno. Okay. Bruno. Und wer bin denn ich? Hat Gott der Herr dir keinen Namen gegeben? Ich leg meine Stirn in Falten und überlege. Lyriel. Lyriel. Dann soll es so sein. Lyriel vom Orden des Raphael. Willkommen auf der Erde. Du bist dir nicht ganz sicher, Lyriel, was du überhaupt bist. Du fühlst die Flügelansätze auf deinem Rücken, kennst aber weder diese Gestalt vor dir, die eindeutig keine Flügel besitzt, noch irgendetwas anderes. Wie gesagt, es ist das allererste Mal, dass du auf der Welt bist. Und du hast auch nicht wirklich Erinnerungen an den Himmel. Alles wirkt so verschwommen. Du bist ja auch ein bisschen benommen, schwankst auch noch ein bisschen hin und her. Wenn dich der Nonus nicht ein bisschen festhalten würde, würdest du vielleicht sogar nach rechts und links kippen. Okay, ja, ich taste auch mal so ein bisschen auf den Rücken nach den Flügeln. Nun, Nonus Bruno, sag mir, was bin ich? Du bist ein Engel des Herrn. Der Herr Gott im Himmel hat es in seiner Weisheit und Barmherzigkeit ermöglicht, dass du als einer seiner Engel in körperlicher Gestalt auf unsere Erde kommst. Ein Engel, so, aber wer ist denn Gott der Herr eigentlich? Gott der Herr ist der Schöpfer dieser Welt. Er hat alles hier erschaffen. Die Engel wie dich und die Menschen wie mich. Und wer sind die Engel? Was machen wir? Oh, ihr Engel, ihr seid Boten des Herrn. Ihr seid Streiter der himmlischen Heerscharen. Ihr verkündet das Wort von Gott. Ihr seid die Hüter der Geheimnisse des Herrn. Ihr seid Boten des Lichts. Ihr seid Wesen von reiner Liebe und Reinheit. Im Himmel, wo ihr herkommt, seid ihr Lichtgestalten. Und hier auf Erden seid ihr gesandt, um uns Menschen zu retten, um die Erde wieder heil zu machen. Alle Hoffnung der Menschheit ruht auf euch. Und warum sehen wir so ähnlich aus wie die Menschen? Schaut so an sich runter, schaut dann wieder zu dir. Eure wahre Gestalt würde uns erschrecken und verängstigen. Also hat Gott es befunden, dass ihr für eine gewisse Zeit auf Erden er zwickt dich so ein bisschen in den Oberkörper, stofflichen Körper erhaltet. Ihr gleicht uns Menschen, so dass
wir Menschen eure himmlische Herkunft erkennen, aber etwas weniger Angst vor euch haben müssen. Mhm. Und wenn ich jetzt hier auf der Erde bin, wie lebe ich hier? Was soll ich den Tag lang tun? Nun, du bist hergekommen, um für das Wort des Herrn zu verbreiten und die Taten des Herrn zu verrichten. Uns Menschen zu retten vor den Kreaturen des Herrn, der Fliegen. Des Widersachers Gottes. Wir werden dir hier alles beibringen, was du wissen musst. Und eines guten Tages wirst du diesen Himmel hier verlassen und auf Missionen gehen, auf die der Herr dich sendet. Du wirst eine Schar von Brüdern und Schwestern, Engeln wie du, zugeteilt und du wirst Aufgaben erledigen. Und was tun die Menschen? Die Menschen, viele Menschen leben vor sich hin. Sie werden geboren, sie arbeiten und sie sterben. Und es ist an uns, sie zu schützen. Einige auserwählte Menschen arbeiten jedoch im Sinne und im Geiste des Herrn in den Himmeln, so wie ich. Ich bin jemand, der dazu auserkoren ist, Engeln wie dir beizubringen, was sie wissen müssen. Mhm. Und was ist denn wichtig in meinem Dasein auf dieser Erde? Wichtig ist natürlich, dass du immer treu zu Gott stehst. Und natürlich zu der Versammlung, der Gemeinschaft, die Gottes Willen auf Erden durchsetzt. Das nennen wir hier die angelitische Kirche. Dein Erzengel, der oberste Engel dieses Himmels und seinen Vertretern auf Erden, denen musst du gehorchen. Sie senden dich auf deine Mission. Du musst den anderen Engeln deiner Schar, wenn du mal eine besitzen solltest, ein guter Begleiter und Helfer sein. Und du musst auch sie vor allem Übel schützen, genauso wie du alle Menschen schützen musst. Zumindest die Menschen, die sich an Gott halten und in seinem Sinne handeln. Du musst alle deine Missionen immer ganz gewissenhaft erfüllen, denn alle von ihnen sind sehr wichtig. Wenn eine Mission nämlich nicht wichtig wäre, würde man keine Engel, sondern Menschen schicken. Verstehst du? Mhm. Wenn du eine Mission besonders gut erfüllt hast, wird dir von deinem Ab oder dem Prior, also hohen Vertretern der Menschen auf Erden, eine Segnung verliehen. Und diese Segnung kommt einher mit einer Belohnung, einem kleinen Bändchen, das du mit vollem Stolz tragen kannst, damit jeder sieht, dass du im Sinne Gottes handelst. Das ist immer eine besondere Auszeichnung. Trage diese Bänder mit besonderem Stolz. Mhm. Du hast einen Prior erwähnt und einen Ab. Wer gebietet denn den Engeln auf Erden? Der oberste Vertreter auf Erden der Menschen ist Petrus Secundus. Er lebt in Roma Aeterna, einer großen Stadt weit weg von hier. Ansonsten unterstehen die Engel natürlich den Obersten der angelitischen Kirche. Du erkennst sie an ihren Rangsymbolen, die sie an ihrer Kleidung tragen. Fürs Erste kannst du mir gehorchen, wenn du möchtest. Ich weise dich ein und zeige dir alles. Frag ruhig, wenn du noch Fragen hast. Gut, aber wer gebietet denn den Menschen? Die angelitische Kirche führt die Menschen.
das sind die Menschen, die begnadet sind und in Regionen, denen es gut geht, leben. Die Führer der Kirche lassen sie teilhaben am Glanz Gottes, schützen sie mit aller Kraft vor der Traumsaat, den Dämonen des Herrn, der Fliegen. Es gibt aber auch Regionen, wo sich Menschen versammelt haben, die gegen die Kirche kämpfen. Solche Regionen sind schlimme, schwarze Gebiete. Sie benutzen alte Technologien, verderbte Macht. Und sie wollen Reiche aufbauen, die die Kirche zerschlägt. Sie arbeiten mit der Traumsaat in Hand und wollen alles, wofür die Reinheit und das Gute steht, vernichten. Nicht alle von ihnen sind böse. Viele vielleicht nur verblendet oder wissen es nicht besser. Die armen Leute, die in solchen Landstrichen leben, und das sind oft sehr arme, ausgemergelte Personen, denn ihnen geht es meist nicht gut. Sie werden oftmals auch bewusst von der Kirche ferngehalten. Und natürlich leiden sie darunter. Wir könnten natürlich als Kirche diese Bereiche jederzeit zerschmettern mit der Faust Gottes und könnten unsere Engel gegen sie senden, aber wir wissen auch, dass darunter Unschuldige leiden müssten, wenn Feuer und Schwert auf die Ketzer niederfahren. Die Kirche ist viel mitfühlender und sie übt Zurückhaltung. Nur wenn Gefahr für unschuldiges Leben besteht, wird die Kirche auch mit Gewalt auf ihre Herrschaft pochen. Jedes Mal, wenn die Kirche bis jetzt einem dieser bösen Gebiete, die wir Gereiche von Schrottbaronen nennen, gedroht hat, haben sie sich freiwillig zurückgezogen. Verhandlung ist immer der beste Weg. Verstehst du? Mhm. Und was zeichnet unseren Orden vor den anderen aus? Ihr seid die heilende Hand Gottes. In dir ist das Licht des Herrn so stark, dass du instinktiv wahrscheinlich weißt, wie Verletzungen zu behandeln sind, wie Krankheiten zu heilen sind. Und du wirst es besser können, als jeder Mensch es je könnte. Und ich habe einiges darüber gehört, denjenigen zu helfen, die der Kirche treu sind. Wie erkenne ich das? Was ist gut und also was ist böse? Das ist eine gute Frage. Der Herr der Fliegen, er verdirbt alle die, die an ihn glauben und die sein Werk tun. Du erkennst es daran, dass die Werke des Herrn der Fliegen Zerstörung nach sich tragen. Zerstörung ist immer böse. Die Verblendeten und Versuchten und Ungläubigen sind Feinde aller Menschen und müssen bekämpft werden. Zur Not auch mit Feuer und Schwert. Ebenso schlimm wie die Ketzer und Verblendeten ist aber die Traumsaat, die Dämonen des Herrn der Fliegen. Speziell gegen sie wirst du oft kämpfen müssen. Oder gegen das, was sie hinterlassen. Die angelitische Kirche aber und all ihre rechtgläubigen Anhänger, die sind gut. Diese musst du schützen und verteidigen. Ist gut. Und wann lerne ich all das, was ich können muss? Nun, vieles wirst du wahrscheinlich instinktiv können. Ich weiß nicht, wie deine Kräfte funktionieren, ich bin nur ein Mensch. Aber andere Engel hier werden dir bestimmt einige Erfahrungen und Ratschläge geben können. Was du von mir lernen kannst, ist alles das, was ich an Wissen weiß. Und ich kann dir vielleicht die menschliche Art der Heilung und der Kräuterkunde beibringen. Wenn ich damit helfen kann, gerne.
Oh, natürlich. Vielleicht bist du von der Reise noch etwas mitgenommen. Wir haben ein Quartier für dich hergerichtet. Kannst du gehen? Ich weiß nicht. Ich würde es mal ausprobieren, wenn ich überhaupt also, weiß, was es ist. Du tappst halt so vor ein bisschen vor und zurück. Das mit den Beinen ist irgendwie komisch. Die Flügelchen bewegen sich auch so irgendwie immer mit. Es ist alles noch ein bisschen ungewohnt für dich. Mhm. Aber du kannst gehen. Du folgst ein bisschen schaukelnd und schwankend, wie ein Kind, das zum ersten Mal irgendwie läuft, alleine. Läufst du diesem Nonus hinterher, der anscheinend daran gewöhnt ist, dass Engel tatsächlich laufen können, wenn sie geboren werden. Sonst würde er dich nicht da alleine so stehen lassen. Ja, er geht vor und geht durch diese Öffnung in diesem weißen Raum. Und wenn du hinterher taperst, wird hinter dem Raum wird ja der Boden kälter. Ist auch nicht mehr dieses Weiche, sondern es ist rau und steinig. Es ist nicht wirklich ganz kalt, aber kälter als eben. Und vor allen Dingen auch nicht mehr so gleißend hell und nicht mehr so weiß. Es ist eher ein Grau. Und man sieht Steine und man sieht jetzt das richtige Mauerwerk. Aber es ist immer noch immer noch hell, aber kein Vergleich zu dem Raum, aus dem du eben getreten bist. Entschuldigung. Tapas hinterher und er führt dich eine Treppe hinauf und es ist komisch mit diesen Beinchen diese Treppe hochzugehen. Erste Mal, dass du eine Treppe erklimmst. Es ist unglaublich langsam, aber der Nonus scheint Geduld zu haben, hilft dir, wenn du möchtest, die Treppe hochzulaufen und führt dich in ein schön eingerichtetes Zimmer. Es ist sehr karg, also es hängen keine Bilder an der Wand oder so. Aber auch hier ist wieder dieses flauschige Bodendings. Es ist groß und geräumig, aber leer. Es ist nichts in diesem Zimmer, außer ein Tisch und ein kleiner Schemel davor. Und instinktiv weißt du, dass es ein Tisch ist und dass es ein Schemel ist. Woher? Bist du dir gerade unsicher? Und ein kleines Regal, in dem allerlei Tand herumliegt. Bücher, Flaschen, Ketten, Pflanzen, getrocknet, teilweise an die Seite gehängt, kleine Steine, einige davon funkeln in komischen, bunten Farben. Und das erste Mal siehst du auch ein Fenster, denn dieser Raum besitzt ein Fenster. Nicht besonders groß, aber man kann nach draußen sehen und du siehst das erste Mal das Blau des Himmels. Ein bisschen verdeckt von ein paar Schäfchenwolken. Und wenn du an das Fenster herantrittst, kannst du auch nach unten in die Stadt sehen. Weit unter dir, du scheinst sehr hoch zu sein, siehst du das Treiben der Stadt. Das erste Mal, wie Menschen so leben. Rauch steigt aus den Schornsteinen auf. Das Gewusel unten auf den Straßen. Das sind wohl die Menschen, die du schützen sollst. Der Nonus bleibt in der Tür stehen und betrachtet dich. Lächelnd. Ja, sobald ich es merke, schaue ich ihn an und versuch das auch zu machen mit dem Gesicht, was er macht. Also ich lächle zurück. Und muss ich denn noch irgendwas wissen? Du bist sehr wissbegierig, das ist gut. Nun, du kannst alles das, was du wissen möchtest, fragen, jederzeit. Ab jetzt werden wir dir, sobald du eine Frage hast, alles beantworten. Wir werden uns allerdings darauf konzentrieren müssen, zu Beginn, dass du in deiner irdischen Form klarkommst.
dass du mit deinem Körper klarkommen kannst. Und vor allen Dingen mit deinen Flügeln. Wie du bereits gemerkt hast, ich habe keine, das werde ich dir nicht beibringen können. Aber andere Engel, die etwas erfahrener und größer sind, die werden dir das beibringen, wie man sie benutzt. Und vielleicht drehst du schon in den nächsten Tagen die erste Runde um den Himmel. Das klingt gut. Möchtest du denn noch irgendetwas wissen? Und in dem Moment, also dir schießen unglaublich viele Fragen in den Kopf. Mhm. Viele davon beantworten sich aber irgendwie wie von selbst. Du denkst, du guckst aus dem Fenster, siehst diese Wolken. Was ist das? Und dann, ist eine Wolke. Ja. Mhm. Siehst die Sonne. Was ist das? Die Sonne. Schaust nach unten, siehst eine Mauer. Eine Mauer. Du weißt doch, dass es ein Fenster ist. Wo auch immer dieses Wissen herkommt, du hast es. Also so kleine Sachen fallen dir auf jeden Fall sofort ein, sobald du drüber nachdenkst. Andere Sachen, wie das, was du eben zum Beispiel auch gefragt hast, fällt dir schwieriger. Mhm. Und immer noch ist diese leichte Benommenheit. Dein Blick ist auch nicht ganz klar, sondern ein bisschen neblig. Aber es fühlt sich ganz gut an, hier zu sein. Ich weiß nicht, ich möchte so viel wissen. Ich weiß nicht, ob ich das alles auf einmal lernen kann. Aber was sind denn die Sachen da vorne in dem, Regal? Dieses Zimmer gehörte einem anderen Engel. Bis vor kurzem erst. Leider hat er den Himmel verlassen müssen. Er ist einer als Schar zugeordnet worden. Und hat nun eine Mission, der er nachgeht. Und solange, wir wissen nie, wann ein Engel wirklich ankommt und waren ein bisschen überrascht, dass du herkommst. Deswegen dachten wir, du wirst dich hier in seinem Zimmer vielleicht wohlfühlen. Aber du kannst es sicherlich alles benutzen, was er hier so lagert. Das ist gut. Sein Name war Frael, wenn du meinst, also. Aber ich denke nicht, dass du ihn kennenlernen wirst. Er ist weit weggeflogen. Ja, wenn er auf einer Mission ist, muss das ja auch wichtig sein. Das hast du richtig erkannt. Wie wär's, wenn du für das Erste erstmal ein bisschen das Zimmer hier erkundest und ich hole dich dann zu einem Gottesdienst ab. Diese strukturieren den Tag und geben dir Halt. Und nun, für die Menschen, die hier arbeiten, ist es immer gut, wenn Engel an den Gottesdiensten teilnehmen. Denn euer Anblick schafft Hoffnung und Vertrauen. Ja, gut. Und ich werde dir vielleicht danach ein bisschen beibringen, wie man Buchstaben entziffern kann. Das heißt, dann kannst du die Lobgesänge lernen, die wir beim Gottesdienst machen. Mhm. Und es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass das nicht jedem beschieden ist. Zu lesen, meine ich. Oft ist es eine Anfechtung, weil nicht alle Worte, die niedergeschrieben werden, im Sinne Gottes sind. Verstehst du? Ja. Gut, dann lasse ich dich erst einmal allein und hole dich in ein paar Minuten ab. Vielen Dank. Und das erste Mal ist Lyriel allein in ihrem Leben. Aber trotzdem ist es alles so neu. Ja, ich gucke mir auch alles genau an. Also vor allem in diesem Regal, also die glänzenden Steine. Ich gucke mir jede einzelne Farbe an. Versuche direkt mal in meinem seltsamen vorhandenen Wissen rauszufinden, welche Farben das sind zumindest. Mhm. Und ja.
Ja, solche kleinen Sachen, wie gesagt, fallen dir sofort ein. Also weiß, dass grün-grün ist und blau-blau und ja. Mhm. Was das genau für Steine sind, hast du allerdings dann nicht, keine Ahnung. Auch was das für Pflanzen sind, die riechen gut und kannst auch Worte mit diesem Geruch und den Farben und so verbinden. Aber was es genau für Pflanzen sind, weißt du nicht. Es ist eigenartig, einige Dinge zu wissen, andere Dinge nicht. Und ja, der Bruno, die holen dich, er holt dich mit anderen Menschen und das erste Mal auch, dass du einen weiteren Engel siehst, einen hochgewachsenen, ja, ungefähr vom Aussehen her 13-, 14-jährigen Jungen, der vielleicht 2-3 Köpfe größer ist sogar schon als du, ein prächtiges Schwingenwerk schon auf dem Rücken trägt, der steht hinter dem Fra. Mhm. Und schaut auch ganz aufgeregt so in deine Richtung. Mehrere Bänder trägt er stolz auf die Arme, um die Arme gewickelt. Das heißt, er muss schon Missionen gemacht haben. Mhm. Ja, ich gucke ihn mindestens genauso aufgeregt an und gucke ihn mir ganz genau an, vor allem die Flügel, weil meine sind noch nicht so schön. Ja, deine sind noch klein und auch die Federn sind noch nicht sonderlich gut ausgewachsen. Er schaut so und flüstert dann etwas ins Ohr des Fra, aber du bekommst es mit. Er flüstert so etwas wie, ich glaube, das Fliegen müssen wir noch auf 2-3 Tage verschieben. Dann lächelt aber wieder in deine Richtung, meint, willkommen, Lyriel war es, nicht wahr? Ja. Willkommen auf der Erde. Mein Name ist Peliel. Freut mich sehr. Ich bin hier der Fluglehrer. Nun, kommst du mit? Ja, sicher. Ja, und sie nehmen dich mit ins Innere des Himmels. Und dieser Himmel ist ein Turm. Ein sehr großer, hoher Turm, wie gesagt, bis in die Wolkendecken hoch. Und das Innere ist wirklich prunkvoll ausgebaut. Alles so schön, also es ist alles so gebaut, dass es schön ist. Es ist wenig weiß hier, nicht so wie in dem Ankunftsraum, sondern eher schlicht gehalten. Und du kommst an mehreren Zimmern und Gebäuden vorbei. Nicht Gebäuden, sondern so Zimmern oder so für Kabuffs oder so Erker, in denen mehrere Menschen halt stehen. Und halt auch so Behandlungszimmer siehst du das allererste Mal. Da stehen teilweise Menschen in Kutten drin. Andererseits siehst du auch hier und da Engel. Vielleicht siehst du auch irgendwie, wenn du dran vorbeiläufst, die ein oder anderen Engel, der seine Hände über einem Kranken irgendwie ausgebreitet hat und anscheinend ein Gebet oder so etwas spricht. Eigenartig, vielleicht auch interessant, vielleicht bleibst du kurz stehen. Die anderen ziehen dich dann aber schon weiter. Und es sind unglaublich viele Räume hier, viele Stockwerke, aber es ist alles so gebaut, dass es ist offen. Es gibt kaum Türen. Alles ist einsehbar. Nichts scheint verborgen gehalten zu werden für irgendwie. Und vor allen Dingen alle Menschen und auch Engel, denen du hier begegnest, und es sind inzwischen dann auch einige, die du siehst, sind alle freundlich, lächeln dich an. Und es war vielleicht das erste Mal auch, dass du bei den Engeln halt erkennst, ob du das wohl auch hast, schaust und dir, dass sie Tätowierungen besitzen. Im Gesicht, auf den Armen, auf den Beinen. Und wenn du jetzt an dir herunter siehst, siehst du natürlich auch, du besitzt Tätowierungen. Ja, ich werde die immer mal wieder angucken, aber halt, ich möchte auch nirgendwo gegenlaufen. Ja, das ist besonders mit den Schwingen gar nicht so einfach. Mhm. Besonders wenn es irgendwelche Durchgänge gibt oder so, muss man sich da ein bisschen quer. Es ist eher für Menschen gebaut, anstatt für Engel. Andere Tore sind natürlich viel, viel weiter und viel größer. So die Hauptdurchgänge, da kommen die Engel ohne Probleme durch. Aber sind so kleine, so kleine, in so kleine Zimmer reingehst, da muss man sich schon ein bisschen zwängen als Engel.
Und vor allen Dingen sind die Zimmer teilweise auch richtig klein. Also wenn du da als Engel reingehst, du könntest deine Schwingen da nicht ausbreiten. Ja. Ja, okay, aber wie gesagt, ich fahre die so ein bisschen mit den Fingern nach, aber ich will halt auch nicht zurückbleiben, weil sonst weiß ich ja gar nicht, wo ich bin. Mhm. Und ja. Ja, dann nimmst du an einem Gottesdienst teil. Irgendwie ist es ein. Du verstehst nicht viel von dem, was hier passiert. Und es ist ganz viel Anbetung der Fall hier. Ganz viel Lobpreis und die Menschen sind sehr sind getrennt von den Engeln. Die Engel stehen alle beisammen in einer Gruppe. Und Peliel nimmt dich so ein bisschen unter seine Fittiche und zieht dich immer mit und zeigt dir, welche Bewegungen, wann man stehen muss, wann man knien muss. Und flüstert dir so ein paar Sachen zu, was du sagen sollst. Und es wird auch viel gesungen. Und es ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl. Vor allen Dingen, wenn die Engel immer anfangen zu singen und dann die Menschen einsteigen in so Lobgesänge. Und es ist ein sehr erhebendes Gefühl. Vor allen Dingen auch die Ehrfurcht zu sehen, die Menschen dir entgegenbringen. Also du scheinst etwas Besonderes zu sein. Jedes Mal, wenn ein Mensch dir während dem Gottesdienst, du stehst so ein bisschen erhoben, zu dir herüberblickt, merkst du in seinen Augen quasi so ein Hoffnungsschimmer und so ein, oh, toll. Das ist eigenartig, aber ganz schön. Ansonsten wird der Gottesdienst von einem Menschen gehalten, der halt quasi die Kommandos gibt, würdest du sagen. Und immer sagt, was gerade gemacht wird. Davon wirst du einige haben in den nächsten Tagen, einige Gottesdienste. Und für was interessiert sich Lyriel denn zuerst? Was möchte sie zuerst lernen? Grundsätzlich, der Nonnos hatte mir ja angeboten, mir das Lesen beizubringen. Das macht er auch, ja. Und es geht dir relativ einfach von der Hand. Du wirst es schnell begreifen, schnell verstehen. Und die ersten Bücher, die du liest, sind halt Gebetsbücher und Gesangsbücher und kleine Abhandlungen darüber, so Kirchenpamphlete, Regeln, Kirchenregeln und genau sowas. Ja, ansonsten, ich möchte halt einiges darüber wissen, was es überhaupt für Krankheiten gibt, weil sonst kann man die ja nicht erkennen. Mhm. Aber ansonsten halt auch, mit welchen Pflanzen man mir helfen kann, weil ich so dagegen helfen kann. Ich habe ja noch Pflanzen im Zimmer hängen. Ich würde auch gern wissen, was das für welche sind. Würde halt also mir alles schnappen über Pflanzen. Kräuter. Ja, dann wirst du natürlich auch eingeteilt so zum Arbeiten irgendwie oder zum Lernen in einem großen Kräutergarten, der sich auch innerhalb des Himmels befindet. Und das erste Mal, wenn du da betrittst, bekommen dir merkwürdige Gerüche entgegen. Die ganzen Kräuter sind halt, manche sind in der Blüte, manche nicht. Und einige Pflanzen da und hier. Und es wird so ein bisschen überwältigend, was man da so alles sieht. Und vor allen Dingen ist es so, dass du zu nichts gezwungen wirst hier. Du kannst überall frei hingehen, du kannst jederzeit in diesen Kräutergarten gehen, du kannst jederzeit zu den Nonnos gehen und ein neues Buch fordern. Man schreibt dir nichts vor, was du zu tun hast. Allein sich die Gottesdienste strukturieren den Tag. Und eines Tages, nachdem du da schon ordentlich was gelernt hast und auch du hast Geschick dafür, mit Kräutern umzugehen, lernst sehr schnell. Lernst auch, wie man sie nutzbar machen kann. Wie die Menschen versuchen, Heilmittel daraus zu machen. Und es liegt dir quasi im Blut. Pflanzen sind so deins, würdest du sagen. Du magst Pflanzen. Ja, schön. Ich würde halt auch, ich habe ja am Anfang auch die Liederbücher viel gelesen. So bei der Arbeit auch mit den Pflanzen immer mal ein Liedchen trällern. Ja, die nächsten Lehrveranstaltungen, die du nach dem Kräutergarten mitbekommst, sind auch Anatomie und auch die Bücher, die du zu lesen bekommst, mit Darstellung, wie funktioniert der menschliche Körper.
Und ja, welche Krankheiten gibt es? Ne? Und wie behandeln die Menschen diese Krankheiten? Natürlich nicht alle Krankheiten, die es gibt, wirst du da drin finden, sondern die gängigsten, geläufigsten. wirst du auch das erste Mal über die große Krankheit, den Veitstanz, lernen, der diese schon lange nicht mehr aufgetreten ist, aber die halt alle Menschen über 14 Jahre damals hinweggerafft hat, die vom Herrn der Fliegen geschickte Krankheit, die die Menschheit befallen hat, vor der alle Angst haben, dass sie nochmal ausbrechen kann und von die noch kein Heilmittel gefunden ist. Aber seit die Engel auf Erden wandeln, ist auch der Veitstanz nicht wieder ausgebrochen. Und in diesem Buch, was du da liest, ist beschrieben, dass wahrscheinlich die Ankunft der Engel den Veitstanz für immer besiegt hat. Solche Sachen wirst du auch lesen. Ja, und so lernst du viel über das Heilen und wie man heilt und bemerkst aber dann auch recht schnell, weil zu diesen Lehrstunden gehört es dann irgendwann auch am Objekt quasi auch zu arbeiten. Die ersten Kranken werden dir zugewiesen, natürlich guckt dir ständig jemand über die Schulter. Du darfst selber behandeln, du darfst selber Diagnosen stellen, du darfst selber Verbände anlegen, Wunden zusammennähen. Und ziemlich schnell bemerkst du, dass auch deine Engelskräfte auf einmal zu tragen kommen. Du bist inzwischen schon einige Wochen da und hast gelernt, und irgendwann fühlt sich dein Körper so an, als ob du schaust dir die Patienten nicht nur an, sondern du weißt instinktiv, was sie haben. Dein Geist bewegt sich aus deinem Körper heraus und dringt quasi in den Körper des Patienten ein und du siehst ihn von innen, kannst durch ihn hindurch sausen wie durch eine Achterbahn und kannst genau die sämtliche Organe genau angucken. Von innen und weißt, wie sie funktionieren und wie sie jetzt gerade aussehen. Du siehst halt vielleicht eine Leber, die vom Alkohol zerfressen ist. Und vergleichst das mit, ne, das darf aber eigentlich nicht so aussehen. Ne? Und so, du gehst auf Entdeckungstour durch den menschlichen Körper immer mehr und das ist sehr faszinierend. Ja. Klar, da würde ich natürlich sehen, was ich alles machen kann damit. Also ob ich vielleicht auch noch mehr Kräfte in mir entdecke. Nicht nur, also dass ich nicht nur sehen kann, sondern ne, wenn das schon geht, ob ich dann vielleicht auch damit heilen kann und halt nicht nur auf Kräuter angewiesen bin. Mhm. Ja, was hat Lyriel denn für Mächte, für Kräfte von Gott mitbekommen? Was kannst du denn da entdecken? Ja, das sehende Auge haben wir ja gerade schon kennengelernt. Mhm. Ne? Also quasi, ja, dass ich das so kann. Dann gibt es die heilende Hand, also Wundschließung. Ja, irgendwann sagt der Nonus, der dir gerade beibringt, na, du musst diese Wunde noch nähen. Und irgendwann denkst du dir, warum nähen? Du hältst einfach die Hand drüber und sie wächst zu. Dann gibt es noch Knochenfeld, das ist, dass man Gewebe, also halt teilweise kurz reanimieren kann, also nochmal ein letztes Zucken oder so. Ja, das, wahrscheinlich, wenn irgendwo jemand verstorben ist, gerade nicht mehr geheilt werden konnte und man dir zum Üben halt tote Körper nochmal angeht, so zum Anatomie lernen und so. Wirst du das vielleicht entdecken, dass du kurzzeitig das tote Herz wieder zum Schlagen bekommen kannst oder den Arm sich kurz wieder bewegen lassen kannst. Ja, ganz schön gruselig. Ja, finde ich auch. Ja. Ja, dann gibt es noch mein Leib. Durch Hand auflegen kann ich halt kurzfristig Stärke verleihen oder auch wegnehmen. Mhm. Und nicht nur Stärke, sondern auch anderes. Das wird dann wahrscheinlich so aussehen, dass man, dass du Patienten halt gegen Krankheiten stärken wirst. Ne? Irgendwie machst du den Metabolismus stärker, die Abwehrkräfte werden gestärkt. Oder irgendwann auf dem Gang oder so siehst du einen, der
der Mönche, die schwere Sachen tragen, die irgendwie dann aber irgendwie runterfallen und dann irgendwie, die kriegt die schwere Kiste nicht mehr hochgehoben, weil er schon etwas älter ist. Vielleicht gehst du dann instinktiv zu ihm, versuchst eigentlich eher, wolltest du tragen helfen, aber dann hältst du ihm die Hand so kurz auf den Oberarm und dann oh, zack. Geht ja. Das auf einmal wieder. Ja. Auch das ist eigentlich eine ziemlich gruselige Kraft, wenn man sich das so überlegt. Ja. Eigentlich schon, ja, weil wo kommt's her, ne? Ja. Das, eieiei. Ja. Und die eine weitere Spezialität, was Lyriel auch entdeckt, was ihr besonders gut liegt, neben der Kräuterkunde, ist, ja, weil im Bereich der Heilung gibt es, eine wichtige Sache, für die auch hier in dem Raphaels Himmel auch allgegenwärtig ist und an bestimmten Bereichen halt auch viel Platz des Himmels einnimmt. Das sind nämlich sogenannte Geburtskammern. Die Frauen der Stadt kommen hierher und bringen hier ihre Kinder zur Welt. Und es wird dir sehr schnell erklärt, dass das Kinderkriegen in dieser Welt halt das eins der höchsten Güter ist. Und schwangere Frauen und kleine Kinder, das ist das Tollste und Beste, was es gibt. Und so interessierst du dich an, natürlich, weil man dir das so beibringt, natürlich auch dafür, wie das so ist. Und du hilfst den Hebammen dabei, wie sie tagtäglich Kinder zur Welt bringen. Auch die schwierigen Geburten, wo du da als Engel natürlich bei bist. Und man sieht den Frauen, die da ihre Kinder bekommen, wenn ein Engel dabei steht, natürlich immer dann besondere Hoffnung in den Augen. Und allein deine Anwesenheit im Raum sorgt schon dafür, dass selbst so die schlimmsten Fälle irgendwie, die Frauen scheinen sich gestärkt zu fühlen. Und allein nur, du musst nichts machen, du musst nur dastehen und lächeln. Und wenn du mal zu einem Kind dann hingehst und es dann hilfst, es zur Welt zu bringen, die Leute sind dir sowas von dankbar und so. Das sind gesegnete Kinder quasi, die du berührt hast als Engel. Mhm. Und schnell bringt dir Peliel auch bei, dass wenn du mal herausgehst aus dem Himmel und anderen Menschen begegnen wirst, das wird noch viel extremer sein als hier. Hier in der Stadt mit dem Himmel sind die Menschen es gewohnt, Engel zu sehen. Wenn du auf das Land hinausfliegen würdest, anderen Menschen, die weiter weg wohnen, begegnest, die werden noch viel extremer auf dich reagieren. Denn du bist das Zeichen, dass Gott existiert. Du bist die ausführende Hand Gottes. Du bist der Hoffnungsschimmer, der kommt und ihre Kinder segnet oder sie selber segnet oder ihr Haus oder ihr Dorf. Ei, da will ich hoffen, dass ich dem gerecht werden kann. Peliel erzählt dir auch schaurige Geschichten. Er sagt, er hätte einmal, wäre er über ein Dorf hinweggeflogen, weit weg von hier, und hätte eine Feder verloren während des Fluges. Und als er zurückflog, hat das Dorf gebrannt. Und er hat es untersucht und hat die Leute behandelt und ihnen geholfen. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Menschen sich untereinander bekriegt haben, nur weil sie alle diese Feder haben wollten, als Ausdruck oder als Relikt eines Engels. Deswegen meinte er, sei vorsichtig, wenn du mit Menschen umgehst. Ja. Viele sind es nicht gewohnt, mit dem Glanz Gottes umzugehen. Mhm. Ja, das hinterlässt doch heftigen Eindruck. Ja. Wenn ich mal wieder in meinem Zimmer bin und ein bisschen Ruhe habe, werde ich direkt meine Flügel pflegen und gucken, dass da keine lose Feder ist. Ja, Flügelpflege, genau. Ja. Bringt uns zu dem Punkt, dass nun die Flügel natürlich anfangen zu wachsen. Mhm. Und du bist ja jetzt schon mehrere Wochen da. Du hast nicht geschlafen in diesen Wochen. Du hast vielleicht einmal ganz kurz die Augen zugemacht und ein bisschen weggedöst. Aber anscheinend, du hast die anderen Menschen, die Mönche beobachtet, die gehen halt schlafen. Und die essen auch. Du hast einmal erst was gegessen, weil du wissen wolltest, wie diese Beeren an dem Strauch schmecken.
Aber sonst hast du nie was zu dir genommen. Menschen scheinen essen zu müssen, du nicht. Und die müssen schlafen und du anscheinend nicht. Das heißt, du hast viel Zeit zu lernen. Und wenn du Peliel danach fragst, wird er ja auch sagen, ja, die Engel brauchen nicht so viel Schlaf wie die Menschen. Manchmal ist man erschöpft und braucht wirklich einen Rückzugsort, aber schlafen wie Menschen tun wir nicht. Wir meditieren und beten, meint er. Und das erklärt sich auch, warum in den Menschenzimmern Betten stehen und in deinem nicht. Ja, mich schon gewundert. Ja. Ja, und nach deiner Flügelpflege geht es natürlich auch bald ans Flugtraining. Denn ja, die Flügel sind mittlerweile auch so weit ausgewachsen, dass du sie benutzen kannst. Oh, da bin ich ja schon gespannt. Wird auch wahrscheinlich, also wenn ich meine, sie sind groß genug, wahrscheinlich auch mal recht aufgeregt zu Peliel rennen und dann, Peliel, meinst du nicht, ist es endlich soweit? Bitte, meinst du es nicht? Komm, guck doch und über den Flügel streichen. Hast du denn heute nichts anderes noch zu tun? Brauchen die Hebammen unten im Geburtshaus nicht deine Hilfe? Nein, es sind momentan nicht so viele Wöchnerinnen in den Geburtskammern. Und mein Bett ist gejätet und das Zimmer aufgeräumt. Und mehr hatte ich heute nicht zu tun. Nun gut, dann folgen wir mal zur Flugplattform. Schauen wir mal, wie gut deine Flügel schon ausgewachsen sind. Ja, und es ist vielleicht auch erst das zweite oder dritte Mal, dass du überhaupt aus diesen Mauern des Himmels herauskommst, denn diese Flugplattform ist ganz oben auf dem Himmel. Mehrere Engel starten und landen hier ständig. Es wird geübt. Oder einfach, es sind Scharen, die ankommen von weit her mit irgendwelchen Botschaften. Das erste Mal siehst du hier auch Engel anderer Orden, die auf der Flugplattform gerade ankommen, landen oder starten. Siehst diese schwarz gerüsteten Gabrieliten mit den großen Schwertern, ziemlich martialisch aussehenden Rüstungsteilen. Siehst die strahlenden weißen Michaeliten, die Gold bei sich tragen und einfach nur beeindruckend aussehen. Du siehst die meist sehr unscheinbar aussehenden Rami-Eliten, die oft Bücher bei sich tragen und du fragst dich schon, was sie in diese Bücher ständig reinschreiben, weil selbst dieser eine Schar, dieser Engel, der startet gerade und schreibt es während dem Start, läuft er und schreibt währenddessen etwas in sein Buch hinein. Und dann diese beeindruckenden Uri-Eliten mit den großen Bögen und Pfeilen, die mit wildem Haarbewuchs ausgestattet sind, ihre Haare scheinbar zu vielen Zöpfen gebunden haben, um denen Herr zu werden, die immer besonders waagehalsige Flugmanöver vollführen. Ja, es ist schon beeindruckend. Und Peliel beschreibt dir auch die einzelnen, das ist ein Gabrielit, das ist ein Michaelit und so weiter, ne, weil du das erste Mal siehst. Erzählt dir ein bisschen was dazu und schlendert mit dir über die Flugplattform. Du kannst die anderen beim Starten und beim Landen beobachten. Und hier sind keine Menschen anwesend gerade. Und die Flugplattform zeichnet auch aus, dass sie keine Geländer an der Seite hat. Also klar, man muss ja starten und landen können hier. Und Peliel erklärt und schlendert mit dir und ihr bleibt dann irgendwann so an der Rand der Plattform stehen und meint, und guckt er so zu dir runter und meint so, und du willst fliegen. Ich gucke mit ganz großen Augen zu mir. Ja. Ja, gerade im Hintergrund, das macht so ein Urelit gerade einen großen Looping. Ich hab so ein bisschen so, unbedingt. Was meinst du denn, wie das funktioniert? Ich schlag mit den Flügeln. Na dann schlag mal mit den Flügeln. Ich suche es oder mache es.
Er steht so mit verschränkten Armen da so ein bisschen gönnerhaft, aber richtig abheben tut Lyria jetzt nicht. Wohl doch noch etwas klein, hä? Gar nicht. Was mache ich denn falsch? Ich glaube, du hast noch nicht wirklich die Not zu fliegen, hä? Wie meinst du das? Na, wenn man muss, dann fliegt man. Aber ich will ja. Aber du musst nicht. Ja, kann sein. Aber Weißt du, Lyriel, verzeih mir das, was ich jetzt tue. Und drück dich über den Rand der Brüstung. Ich hab's geahnt. Aber ja, ich bin ja auch nicht ganz so naiv. Ja, dann schlage ich mal mit den Flügeln, ne? Ja, fällst erstmal die ersten paar Meter, ist erstmal geschockt von dem, was er da getan hat. Siehst dann im Fallen auch noch, dass er sich in die Lüfte erhebt und irgendwie dir hinterher fliegt. Ja, und es ist jetzt mal Zeit, vielleicht mal das System hinter Engel mal ein bisschen zu erklären. Und zwar funktioniert das System ohne Würfel, sondern es funktioniert mit Karten, sogenannten Arcana-Karten. Und ich ziehe mal eine Karte für Lyriel und schau mal, wie denn die ersten Flugversuche so vonstatten gehen. Das wird so funktionieren auf den Karten, die haben Bedeutungen. Und diese Bedeutungen der Karten können interpretiert werden vom Spieler. Das heißt, sie sind entweder gut oder schlecht schon nach der Beschreibung, aber selbst von schlechten Karten kann man noch Gutes ausgehend interpretieren. Es ist sehr frei, was denn da passiert. Und ich schaue einfach mal, wie Loki so drauf ist gerade, ob sie in Interpretierlaune ist. Und ziehe mal eine Karte und blende die Karte mal für euch ein. Das ist die falsche, diese Karte. Oh, es ist die Karte, das 13. Arcanum, der Tod. Oh. Steht für Veränderungen, Erlösung, Loslassen, Verwandlung, Spiritualität, Bewusstseinserweiterung, Entpuppung, Geburtshilfe, Umstrukturierung, Zyklen, Wiedergeburt und Wandel. Das ist einiges, wofür es steht. Ja. Ja. Lyriel fällt. Ja. Aber ich würde mal sagen, es passiert ja jetzt ein Wandel, ne? Dann breite ich mal die Flügel komplett aus und versuche halt dann auf der Luft einfach daher zu gleiten mit den Flügeln. Um halt, mich in einen fliegenden Engel zu verwandeln. Das System ermuntert natürlich den Spieler auch einfach zu beschreiben, was er denn macht. Also du versuchst zu fliegen, gelingt dir das denn? Also du musst jetzt nicht warten, bis ich dir sage, ja, du fliegst, sondern du kannst es gerne selber beschreiben, was du machst, denn es ist ja auch dein Engel. Okay. Ja gut, dann, machen wir das doch so. Dann, wie gesagt, also wie schon gesagt, ich breite halt die Flügel komplett aus und schlag aber erstmal nicht mehr damit, sondern halt sie halt ruhig, aber halt weit, um einfach den Wind daran zu spüren und ja, halt das Lyriel kennt den Vergleich sicherlich nicht, aber halt wie ein Segelflugzeug halt quasi die Luft erstmal so auszunutzen und dann schlage ich dann halt mal versuchsweise mit beiden und merke halt, dass es zumindest auf jeden Fall schon mal abbremst. Und ja, versuche halt, also nehme mir jetzt vor, ich will jetzt ein bisschen nach links und lehne mich auf der Luft so ein bisschen und merke halt, wie die Ströme unter den Flügeln sich verändern und wandeln und wie das irgendwie sich genau richtig anfühlt, damit ich genau dahin komme, wo ich will. Und ja, anstatt dann nur zu gleiten und in die Richtung mal und ein paar Meter in die andere Richtung,
ja, schlage ich halt jetzt richtig mit den Flügeln und diese Winde, die ich vorher gespürt habe, dass sie mich in eine Richtung bringen, dass die mich jetzt wieder nach oben bringen. Mhm. Oder erstmal da halten, wo ich bin und dann, ja, bis ich langsam aufsteige. Im Gleitflug wird Peliel dich begleiten, irgendwie neben dich fliegen und anerkennend zu dir rüber lächeln und sagt, siehst du, jetzt musst du und du kannst es. Toll gemacht. Ja, ich bringe schon gar nichts mehr raus, sondern ich brülle eigentlich die ganze Zeit nur Juhu! Ja, und Ähnliches. Also ich juble einfach nur vor mich hin und... Schauen wir mal, wie gut du bist. Folg mir. Und er dreht jetzt irgendwie so eine große Kurve und versucht so um den Turm herum zu fliegen. Mhm. Ja, ich ziehe einfach mal die nächste Karte und schau mal, was dann passiert. Mhm. Bevor wir mit mir ein paar Karten gezogen haben. Das sechste Arcanum, die Erzengel, in der umgedrehten Bedeutung. Versuchung, Abstoßung, Makel, Unvollkommenheit und Minderwertigkeit. Okay. Ja. Ja, ich bin natürlich voller Selbstbewusstsein und juble immer noch weiter und krieg dabei jetzt eine Fliege oder irgendeinen Insekt in den Hals, muss ich mal husten. Und dabei Traumsaat! verliere dabei irgendwie so ein bisschen eventuell die Kontrolle über ein oder zwei meiner Flüge. Und anstatt schön um den Turm rum geht's einmal so. Und ich sack erstmal ein bisschen in die Tiefe, bis ich mich wieder fange. Und halte erstmal die Position ungefähr da, wo ich bin. Und erst den von vorne rufen. Auf. Nicht vergessen, mit den Flügeln zu schlagen! Guter Tipp! Und Mund zu, wegen den Insekten! Ich spuck einmal aus. Ja, danke. Und dann gucke ich, dass ich mich wieder stabilisiere und vielleicht doch noch hinter Peliel herkomme. Siehst du, geht doch. Diesmal auch viel konzentrierter und mit Mund komplett zu. Und noch. Juhu! Aber der Mund bleibt jetzt zu. Sehr schön. Ja, dann werdet ihr den Rest des Tages mit Flugtraining verbringen. Wirst Loopings fliegen lernen und rollen und vielleicht doch versuchen, dem einen oder anderen Ueliten mal so ein waghalsiges Manöver nachzufliegen, was am Anfang natürlich nicht gelingen kann. Aber es ist schön. Es ist ein Gefühl von Freiheit, sich hier durch die Lüfte zu bewegen, und als du dann wieder auf der Flugplattform landest, ist ein bisschen traurig, weil das ist halt nicht dasselbe Gefühl wie frei wie ein Vogel oben zu fliegen, sondern man geht dann wieder rein und diese beengten Gänge, muss die Flügel wieder einklappen. Mhm. Ja, die ersten mal gegen und Ja, genau, Klock. Auf jeden Fall war das sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr, aber auch eine sehr erhebende Erfahrung für dich. Und dann Pedio meint dann, morgen machen wir weiter. Vielleicht kriegst du dann diesen Looping hin. Oh ja, den muss ich weiter üben. Ja, du wirst deinen Urieliten irgendwann mal begeistern. Ich kenne keinen jungen Engel, der so früh die Wendemanöver hinbekommen hat. Oh. Werd ganz rot vor lauter Schmeichelei. Und danke. Das bedeutet mir viel. Ist aber kein Votivband wert. Und ich gucke auf seinen Hund. Irgendwann kriege ich auch welche. Da bin ich mir sicher. Bis morgen. Bis morgen. Ja.
Ja, und wenn kein Gottesdienst gerade ansteht, würde ich dann halt auch in mein Zimmer gehen und ja, ein bisschen runterkommen und vielleicht nochmal, ja, nachdem ich ja so viel Lesestoff aus der Bibliothek, nehme ich mal an, unsicher gemacht habe, würde ich halt auch mal gucken, was Frael mir da übrig gelassen hat, oder also was er da hat stehen lassen. Halt auch die Bücher. Ja, du hast dich auch die letzten paar Tage schon ein bisschen durch diese Bücher, die er da hat, irgendwie durchgemogelt. Da sind ganz viele auch so Kräuterbeschreibungen halt drin. Fast so, als wärest du dafür gedacht gewesen, wirklich in diesem Raum hier abzusteigen. Wie für dich gemacht, Beschreibungen auch von den verschiedenen Gärten und so. Gartenlehre, wie man Kartoffeln anpflanzt und sowas. Das hat jetzt wenig mit Heilung zu tun. Die anderen Bücher, die du von Pflanzen irgendwie hattest, war alles mit Heilpflanzen und irgendwie alles, was halt irgendwie praktisch für die Heilung ist. Aber Frael hat jetzt hier auch ganz viel darüber, wie Nutzpflanzen einfach auch angebaut werden und wie man Pflanzen generell nutzbar machen kann, wie man aus so Schlingpflanzen Seile machen kann und sowas. Ne? Sowas hat er gesammelt. Das heißt, da wird sich dein Wissen auch noch mal ein bisschen verbreitern können. Ja, und dann irgendwann nach dem Flugtraining, du bist ja schon fast enttäuscht, weil du hast das letzte Pflanzenbuch schon durchgelesen. Überlegst dir noch solch ein anderes vom Fra noch irgendwie, aber ist schon spät. Und lässt so die Augen ein bisschen über das Regal gleiten und siehst dann, dass oben auf dem Regal noch ein Buch liegt, was du bis jetzt gar nicht so wahrgenommen hast. So ein bisschen versteckt, weil ganz oben halt auf dem Regal liegend. Da kommst du auch gar nicht richtig dran. Aber du kannst ja jetzt Flügel, vielleicht kannst du ein bisschen hochfliegen. Das Schweben hast du eben mit dem Peliel auch geübt. Vielleicht, wenn du das genug hinkriegst, der Raum ist groß genug, dass du deine Flügel ausbreiten kannst. Wenn du ein bisschen schwebst, dann kommst du da vielleicht oben dran. Mhm. Und dann ziehen wir direkt mal eine Karte. Wir müssen Karten ziehen. Oh, falsche Karte schon wieder. Jo. Das ist schon wieder der Tod. Den kennen wir schon. Aber der ist diesmal in der umgedrehten Bedeutung. Okay. Eben mal aufrechte Bedeutung. Und der steht für Stillstand, Trägheit, Mutation und Verwandlung. Okay. Ja, also ich überlege mir so, da oben an das Regal, ne? So mit meinen neuen Fähigkeiten und lächle so ein bisschen und mach den Mund wieder zu, obwohl hier keine Fliegen sind. Und überleg mir so, die Flügel, die kann ich ja jetzt richtig benutzen und guck mir dieses Buch an und will da unbedingt hin und breite die Flügel aus und die sind einfach so kaputt, die machen nichts mehr, da ist einfach Schluss für heute und dann lasse ich nicht nur den Kopf, sondern auch die Flügel ein bisschen hängen und ich wollte auch unbedingt das Buch haben, ach Mist, und dreht so ein bisschen in die Luft, dreh mich dabei um und sehe dann den Schemel. Und dann denke ich mir so, Mano, die sind viel besser, und wackle mit den Flügeln und klappt dann aber ein und hol mir den Schemel, um dann das Regal zu kommen. Ja, das reicht definitiv, mit dem Schemel dann da hochzugehen, ja. Sehr schön. Ja. Und das ist ein kleines, in Leder eingebundenes Tagebuch, was du ziemlich schnell mitbekommst. Und ich habe vorbereitet für einen kleinen Einspieler, was du dann darin lesen kannst. Ich hoffe, das kriege ich jetzt auch vernünftig für euch da draußen irgendwie eingespielt. Dass ihr das hören könnt. Ihr könnt gleich mal in die Kommentare reinschreiben, ob das zu laut, zu leise oder ob das vernünftig hörbar ist. Du sagst es irgendwie auch, aber wir haben das eben schon mal getestet, ne? Dann starte ich mal was. Lyriel da von, wie hieß der Engel noch? Frael. Denn so liest. Das hier. Am Anfang ist es immer ein berauschendes Gefühl von Macht, von Kontrolle.
Ich habe schon viele Geschichten über andere meiner Art gehört, die danach süchtig wurden, die ganz in diesem Gefühl aufgehen wollten. Die meisten, die den Rückweg finden, behaupten, sie hätten sich Gott auf diese Weise unglaublich nahe gefühlt. Näher als bei ihren höchsten Flügen. Aber das ist eine Lüge. Es ging ihnen nicht um den Herrn, sondern einzig und allein um sich. Ich kann nicht beobachten, was im Körper eines Menschen abläuft. Meine Eindrücke, wenn sich mein Geist in einen Sterblichen verströmt, haben nichts mit den Augen zu tun. Sie stammen von einem weiteren Sinn, den mir der Schöpfer geschenkt hat, um sein Werk auf Erden zu verrichten. Dessen ungeachtet greife ich auf Bilder zurück, um anderen zu beschreiben, was ich auf meinen Reisen durch fremde Körper erfahre. Ich täusche darüber hinweg, dass man im Grunde im Inneren eines Körpers überhaupt nichts sehen könnte, weil es in den Menschen viel zu dunkel ist. Diese Täuschung nehme ich absichtlich vor, denn viele wären ob der herrschenden Finsternis verstört, da irgendwo im Innern des menschlichen Körpers doch der göttliche Funke glimmen sollte. Vielleicht sollte ich Ihnen empfehlen, einmal in den Leib eines toten Ochsen zu kriechen. Denn obwohl der Ochse ebenso sehr Teil der Schöpfung ist, herrscht in seinem Innern dieselbe Finsternis wie in dem eines Menschen. Ich schlucke den Eindruck hinunter. Halt, meine Hülle schluckt. Mein Ich weilt in den Adern des armen kleinen Mädchens. Es ist warm dort. Warm und feucht. Ich muss mich nicht vorsichtig vorantasten, denn ich kenne den menschlichen Körper genauer als jeder menschliche Heiler. Ich schieße wie ein Pfeil durch das Kind, halte hier und da kurz inne. Die scharfen Scherben haben großflächigen Schaden an ihrer Haut angerichtet. Hätte man den alten Quacksalber an sie herangelassen, den die Menschen in dem abgelegenen Alpendorf einen weisen Kräutermann nennen, wäre sie Zeit ihres Lebens entstellt geblieben. Aber ich bin besser und schneller. Geschickt ziehe ich ihre Oberhaut zusammen, bis die Ränder der klaffenden Risse einander berühren und miteinander verschmelzen. Es kostet mich kaum Energie. Das festere Gewebe und die verletzten Organe brauchen eine etwas größere Anstrengung. Dennoch ist sie mit den größten Mühen, die ich bisher hatte, nicht zu vergleichen. Brandwunden sind ab und zu noch eine Herausforderung. Merkwürdigerweise bringt Hitze den Leib dazu, jede einzelne Zelle prall mit Wasser zu füllen, wodurch die feinen Häutchen bis zum Platzen gespannt sind. Dann muss jede meiner Aktionen wohlbedacht sein. Bei dem Mädchen kann ich mich auf mein Gefühl und die Anleitung des Herrn verlassen. Einer ihrer Spielkameraden war dumm genug, den langen Splitter an ihrer Brust zwischen den Rippen hervorzuzerren. Natürlich hat er sich dabei die Finger aufgeschnitten, aber darum kann ich mich später kümmern. Es sei denn, ich entscheide mich, die Schmerzen des Knaben als Lektion zu erachten, die er lernen muss. Achtlosigkeit und mangelnde Vorsicht töten manchmal schneller als die scharfen Klauen der Traumsaat. Ich nähere mich dem Herzen des Mädchens, dessen Kammern von geborstenem Glas durchbohrt wurden. In erbarmungslosem, unaufhaltsamen Gleichmaß schiebt, drückt und quetscht der große, sterbende Muskel Blut in den Brustkasten der Kleinen. Ich verharre gebannt. Es liegt etwas Beruhigendes darin, wie das Herz nach und nach, Schlag für Schlag, an Kraft verliert. Ich spüre Zweifel. Ich weiß, wie entsetzt meine Geschwister wären, wüssten sie um die Natur dieser Zweifel. Sie liegen nicht darin begründet, dass ich mein Vermögen in Frage stelle, dem Tod des Mädchens Einhalt zu gebieten. Das wäre lächerlich. Ich frage mich vielmehr, ob ich überhaupt eingreifen soll. Der Schöpfer hat mir die Macht verliehen, den Tod zu besiegen. Und doch liegt es letztlich an mir, darüber zu entscheiden, wann und wo ich diese Macht zum Einsatz bringe. Ist es dieses Kind wert, von einem Engel errettet zu werden? Was, wenn es nach seiner Heilung heranwächst, um dereinst die dunklen Pfade des Herrn der Fliegen zu beschreiten? Was, wenn es sich Abweichlern anschließt, die meinesgleichen nach dem Leben trachten? Selbst wenn das Kind reinen Herzens sein sollte, weshalb sollte mir daran liegen,
es davon abzuhalten, seinen gerechten Lohn im Himmel zu empfangen. In meiner gedankenverlorenen Grübelei hätte ich fast nicht bemerkt, wie schwach das Zucken bereits geworden ist, das nur noch gelegentlich durch das gemarterte Organ vor mir läuft. Ich rase weiter durch den Leib des Mädchens, hinauf in seinen Schädel. Dort werde ich erfahren, ob es schon zu spät ist. Ob schon das Herz des Mädchens seinen Kampf gegen das drohende Ende schon aufgegeben hat, klammert sich sein Hirn mit wilder Verzweiflung ans Leben. Wäre es gebührlich gewesen, so hätte ich schon oft Menschen, die ich in die Welt zurückgeholt habe, danach gefragt, ob sie ein Stück des Himmels gesehen haben. Hätten sie nur düstere Schwärze erfahren, hätte ich dem immer häufiger auftretenden Drängen in meiner Seele, die Menschen einfach sterben zu lassen, gewiss schon nachgegeben. Denn wenn da kein Himmel ist, der auf sie wartet, weshalb sollte ich sie dann mit einem fortgesetzten Dasein in einer Welt strafen, die so viele Entbehrungen und nur so wenige kurze Augenblicke des Glücks für sie kennt? Aber was, wenn der Herr ihnen ihre Erinnerung an den Himmel, den sie geschaut haben, wieder nimmt, um ihnen in seiner unendlichen Gnade die Rückkehr in diese Welt leichter zu machen? Wie den Menschen blieb auch mir eine Antwort auf diese Fragen verwehrt. Plötzlich wird mir klar, dass es die lästerlichen Einflüsterungen des Herrn der Fliegen sein müssen, die mich dazu gebracht haben, an der Güte des Herrn zu zweifeln. Ich kehre zum Herzen des Mädchens zurück und tue, wofür mich unser Gott geschaffen hat. Heute Abend werde ich Buße für meine Verfehlung tun und inbrünstig drum beten, von solchen verlockenden Anfechtungen verschont zu bleiben. Als ich in meine Höhle zurückkehre, spüre ich, dass meine Wangen tränennass sind. Die Dörfler mögen es für ein Zeichen von Betroffenheit halten. Sie irren. Ich traure, weil ich weiß, dass es nur ein frommer Wunsch bleiben wird, künftig gegen die üblen Angriffe des Herrn der Fliegen gefeit zu sein. Und weil mein Glauben eines schrecklichen Tages nicht ausreichen wird, mich vor der Sünde zu bewahren. Ja. Schön, dass es geklappt hat. Ja, düstere Gedanken, die es Lyriel das erste Mal in diesem eigentlich ganz schönen Umgebung des Himmels der Raphaeliten bekommt. Erstes Mal, dass du ungeschönt Eindrücke eines anderen Engels mitbekommst. Mhm. Wie geht das Lyriel mit der Erkenntnis des Textes, den du da gerade liest oder gelesen hast? Ja, also das ist schon harter Tobak. Und also bisher war sie ja schon sehr behütet. Also ich meine, klar, Verletzungen zu heilen sind Verletzungen, die müssen irgendwo herkommen. Das ist ja, ne? Aber ja, das alles so zu sehen, ob das vielleicht dann bisher der Plan ist. Bisher ist Lyriel auch noch davon verschont geblieben, zu wissen, woher Verletzungen kommen. Die Leute kommen halt einfach in den Himmel und wollen sich behandeln lassen und werden behandelt. Lyriel hat sich wahrscheinlich noch gar nie gefragt, wo das genau alles herkommt. Ja, klar, es war einfach so, ne? Hier, mach das mal heile, aber wo es herkommt, uiuiui. Und ob es vielleicht sogar einen Grund haben könnte, tja, das ist natürlich... Tja, wenn man das so sieht, man kann das natürlich nicht wissen. Und ja. Also da wird sie wahrscheinlich, wenn sie jetzt meditiert, um sich vom Fliegen auszuruhen, viel drüber nachdenken, weil es einfach es ist halt kein schöner Gedanke, dass wenn man jemanden heilt, dass der vielleicht gar nicht so dankbar ist, sondern einfach nur sich seiner zweiten Chance erfreut, die aber halt nur zum Schlechten nutzt, ne? Das wäre ja unschön. Auf die Idee ist Lyriel vorher noch nie gekommen, genau. Ja. Und ja, die Erkenntnis, die die Frael da am Ende bekommen hat, dass das alles Einflüsterungen des Herrn der Fliegen sind.
Jetzt hast du auch diese Zweifel. Mhm. Ja, ob das wirklich nur... Das alles nur wegen dem Buch. Mhm. Ja, das erste Mal, dass du Zweifel spürst. Ich flüster so ganz leise. Eieiei, ob Lesen nicht doch gefährlich ist. Ja. Mhm. Wird seinen Grund haben, warum das normale Volk nicht lesen soll. Ich werde da wahrscheinlich auch noch mal mehrfach drüber lesen, auch ja, ne, lesen und mir das vorstellen, wie das gewesen sein muss, aber puh. Das konnte ich mir auch vorher gar nicht vorstellen, jemanden nicht zu heilen, weil dafür bin ich ja da. Und wenn das jetzt schlecht sein soll, dann ist ja mein ganzes Dasein schlecht. Oder wenn es ja schlecht sein kann auch. Das, tja. Ja, wir verlassen Lyriel für diesen Abend in einen grübelnden Status. Mhm. Mit der Unsicherheit, ob das, was sie da gerade gelesen, gedacht hat und was sie grübelt, ja, nicht vielleicht böse ist. Das erste Mal, dass Gedanken kommen, dass du als Engel, als ausführende Hand Gottes vielleicht etwas Böses tun könntest. Bisher war es immer klar, dass du als Engel ja, das Gute darstellst und das Gute bist. Und alle, die dir begegnen, haben dich darin bestärkt. Allerdings, naja, das sind die Worte eines anderen Engels. Von dem du eigentlich bisher immer gedacht hast, weil alles, was er hier gesammelt hat und in dessen Zimmer du wohnst, dass er dir irgendwie nahe ist, dass er irgendwie genauso wie du tickt, genau die gleichen Vorlieben hat, genau die gleichen Dinge schön findet. Eigenartiges Gefühl, mit der Lyriel an diesem Abend in die Meditation versinkt. Und es ist spät nachts, als Lyriel aus der Meditation wegen lauten Schritten auf dem Gang aufgeweckt wird. Ja, ich mach die Augen auf und ja, stehe auf, schüttel meine Kleider ein bisschen aus und ja, geh mal zur, ja, Tür gibt es ja nicht, wenn ich das nicht richtig erinnere. Hm. Geh halt zum Türrahmen und guck mal. Ja, du schaust auf den Gang hinaus und in einem kleinen Erker siehst du die medizinischen Instrumente aufbewahrt, die du sonst auch immer benutzt. Wenn es, ja, da liegen saubere Tücher und andere Skalpelle und sowas. Irgendwie, es wird immer gereinigt von den Mönchen und immer neu dann dahin staffiert. Schaust auf den Gang, der dieses Mal nicht beleuchtet ist. Normalerweise leuchtet die Decke immer in so einem weißlichen, also die ganze Decke leuchtet normalerweise. Ein Ausdruck des Himmels, wie der Peliel dir gesagt hat. Nur in den Himmeln können die Mauerwerke leuchten, weil hier der Gottespräsenz noch durch die vielen Engeln vor Ort viel stärker ist als irgendwo anders. Mhm. Und du hast auch schon gesehen, dass in den, ja, unten in den Kräutergärten oder so Licht gemacht wird durch Fackeln eher und Feuer und Kerzen. Aber hier oben ist normalerweise leuchtet der Himmel immer, die Decke immer. Ja, jetzt gerade nicht. Hast du auch schon öfter gesehen, dass das Licht einfach ausgeht, die Decke nicht leuchtet. Aber das bringt halt auch, dass dieser Schatten, der da vor diesen Gerätschaften, die vor dem Erker steht und da ein bisschen dran herumwühlt, gerade sich ein paar Handtücher schnappt und ein paar Instrumente aus der Kiste kramt, die dort steht, dich gar nicht bemerkt, wie du durch den Türrahmen schaust. Es ist kein Engel, zumindest hat es keine Flügel. Es muss ein Mensch sein, der da des Nachts irgendwelche Instrumente holt. Okay.
okay, das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Mhm. Und ich gehe einfach mal hin. Ja. Leise oder laut? Oder? Eher leise, aber ich versuche jetzt auch nicht zu schleichen. Mhm. Ja, die Gestalt ist viel zu abgelenkt gerade, um irgendwie darauf zu achten, dass du dich näherst. Wenn du dich näherst, siehst du irgendwie die Umrisse. Es scheint eine Begine zu sein, eine Nonne. Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, kramt halt gerade in der Kiste herum, hat auf dem einen Arm schon mehrere Stapel von Handtüchern. Ja, ich gehe dann mal neben meine Kiste und leg die Hand auf die Kiste. Ja, die Frau erschreckt, tritt 2-3 Schritte zurück und schaut dich mit großen Augen an. Lyriel. Und du erkennst die Frau, das ist eine der Hebammen von unten aus den Geburtssälen. Die Hebamme Hilde. Eine, die dir das erste Mal gezeigt hat, wie man Kinder ans Licht der Welt holt. Mhm. Mutter Hilde, was gibt es so spät in der Nacht? Nichts, Lyriel, alles in Ordnung. Du kannst dich wieder zurückziehen. Ich leg den Kopf schief, guck mir das an, was sie sich da rausgenommen hat. Wahrscheinlich für eine Geburt, ne? Mhm. Dann verschweigt es mir doch nicht. Warum nehmt ihr euch die Utensilien für eine Geburtshilfe heimlich? Das kann ich nicht sagen. Ich lächle sie an. Mir könnt ihr alles sagen, Mutter Hilde. Lyriel, du bist ein Engel des Herrn. Ich würde dich nur ungern anlügen müssen. Ich habe es ungern getan. Deswegen lass es einfach gut sein. Ich möchte dich nicht in Versuchung führen müssen mit dem, was ich zu tun habe. Ich lege die Hand auf den Arm. Schaut da so ein bisschen geschockt so auf die Hand. Erwartet irgendwie so einen starken Druck oder irgendwelche Strafe oder so. Zumindest deutest du den Gesichtsausdruck von ihr. Die hat Angst, die Frau. Ja. Ich lächle, also ich lege ihr wirklich nur ganz sanft die Hand auf den Arm und lächle und sage, Mutter Hilde, wenn es euch schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Was ist los? Was bedrückt euch? Ich habe ein Kind zur Welt zu holen. Bald. Ich muss mich beeilen. Aber nicht unten im Geburtssaal, Lyriel. Im Dorf, also in der Stadt. Na dann werden wir dieses Kind wohl holen. Ja, tun wir. Betont dabei dieses Wir. Ja, ich lächle wieder und ja, guck, was ihr noch fehlt und ja, pack halt auch Sachen. Mhm. Ja, sie ist bedacht darauf, irgendwie die Mönche und so nicht zu wecken, schleicht eher durch die Gänge und sagt dir halt auch, wir müssen leise sein. Keiner darf uns bemerken. Mhm. Und das erste Mal, dass Lyriel auf dem Fußweg und nicht per Luft den Himmel verlässt, aus dem Himmelsgebäude heraus, Hilde schleicht durch einen Nebeneingang. Anscheinend sind da gerade keine Wachen, keine Templer des Raphael, die sonst immer den Himmel bewachen, auf den Mauern patrouillieren. Lyriel hat diese Templer, diese Ritter schon gesehen, die den Himmel bewachen. Soldaten, menschliche Soldaten, schwer gerüstet. Sie schleicht sich dran vorbei. Und in das Dorf hinein, also in die Stadt, ja, die ist ja wirklich eine große Stadt, Graz, wie heißt das? Ich kann die mit dem Namen nehmen. Grazianopel, genau. also ist eine große Stadt. Und schleicht mit dir erstmal vom Himmel weg in eine dunkle Gasse hinein und sagt dann,
Wenn man dich hier auf den Straßen sieht, du fällst auf, Lyriel. Wir dürfen dich auffallen. Aber was soll ich denn tun? Ich bin nun mal ich. Vielleicht nehmen wir von der Wäscheleine da drüben einen Umhang und legen ihn über deine Flügel. Du müsstest etwas gebeugt gehen, dann könntest du als altes Waschweib durchgehen. Mit einem Buckel. Ja, Mutterheld, aber der Umhang gehört mir doch gar nicht. Ja, wir bringen ihn ja auch später wieder zurück. Überleg kurz. Dann wird es wohl gut sein. Und so begeht Lyriel ihren ersten Diebstahl in ihrem Leben. Ja. Es ist der Beginn einer wunderbaren Kleptomanie. Nein, gut. Ja. Ja, ich bringe ihn ja wieder. Das, ja. Und ich muss ihr ja helfen. Ja. Ja. Läufst quer durch die Stadt und kommst irgendwo zu einem Gefängnisgebäude. Hast du vorher noch nicht, also zumindest noch nicht so, du siehst, dass es Gefängnis geschrieben ist. Deswegen weißt gar nicht genau, was ein Gefängnis sein soll. Mutter Hilde spricht kurz mit den Wachen, die dort Wachedienst schieben, schiebt ihnen irgendwas zu, nicken nur und lassen euch rein. Und ihr geht in das für deine Flügel unter diesem Umhang ziemlich unbequem. Aber du versuchst halt auch die Kapuze tief ins Gesicht zu ziehen, so wie Hilde es dir gesagt hat, dass man ja nicht erkennt, dass du ein Engel bist, wegen den Tätowierungen überall. Ja, ich und aber die Wachen scheinen da auch gerade, nachdem sie gerade das so einen kleinen Beutel von Hilde bekommen haben, gar nicht groß drauf zu achten, wenn er rein und raus geht. Mhm. Ja, man führt euch tief unter die Erde. Es ist eng, es ist nass. Es ist irgendwie dunkel, rußig von den Fackeln an der Wand. Und du siehst das erste Mal Gefängniszellen, richtige kleine Zellen mit Gitterstäben davor, in denen Menschen eingesperrt sind. Mhm. So hast du was mit Tieren schon mal gesehen, dass man Tiere weggesperrt hat, also aber noch nicht mit Menschen. Was? Wieso sind diese Menschen eingesperrt? Wie Tiere? Hilde geht nochmal an dir vorbei und gibt dem hier Wache stehenden Soldat noch einen kleinen Beutel, der sich daraufhin die Treppe nach oben verzieht. Kommt dann zurück und meint, das sind Verbrecher. Oi. Das alles sind... Oi. Aber ja. Was haben die denn angestellt? Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass die Frau, die da drüben in dieser Zelle sitzt, eine Ketzerin ist. Sie hat auf dem Marktplatz offen gegen den Herrn geredet und gegen die Kirche. Hat Petrus Secundus als ein... Ich will es nicht wiederholen. Bezeichnet. Oh. Sie redet auch ständig lästerlich über alles Mögliche. Über mich, wenn ich hier bin, über die Wachen, über die anderen. Ihr Geist muss vom Herrn der Fliegen verwirrt sein. Aber sie trägt ein Kind in sich, das bald kommen wird. Heute Nacht vielleicht. Aber wie kann sie denn über euch schlecht reden, Mutter Hilde? Ich bin Begine des Himmels. Sie redet schlecht über alles, was mit der Kirche zu tun hat. Dann muss sie ja mächtig verwirrt sein. Sie ist halt ein Ketzer. Sie soll morgen hingerichtet werden. Oh. Deswegen müssen wir heute das Kind holen. Ob es kommt oder nicht.
Wo kommt dieses Kind dann hin? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Vielleicht nehmen wir es mit in den Himmel und ziehen es dort auf. Als Weise. Ja, das könnte gehen. Und wie erklären wir, wo es herkommt? Ein Geschenk des Herrn. Siehst du, ich wollte dich nicht in diese Situation bringen, Lyriel. Ja, nun, Mutter, das wird ja niemand erfahren. Und ja, ich wollte euch nicht alleine lassen. Dann folg mir. Ja, ich folge dir. Und ich murmel so in mich hinein. Und wenn es im Himmel aufwächst, dann wird es gut werden. Ja, da ist ja alles schön, ne? Mhm. Ja. Ja, gehst in diese kleine Zelle hinein. Es riecht nach Fäkalien. Mhm. Nach Ruß der Fackeln. Es ist feucht. Das, nach schimmligem Stroh riecht es außerdem vom Bett her. Die Frau liegt in einer Art Fieberwahn oder so, sich wälzend auf dem Bett. Ist angekettet an der Wand. Mit der einen Hand zumindest. Und sobald sie die Hilde sieht, schickt sie wüste Verwünschungen in ihre Richtung. Und sagt, verzieh dich, du Hure. Ja. Und wenn du deinen Umhang ablegst und erkennen lässt, dass du ein Engel des Herrn bist, wird sie erstmal große Augen bekommen, aber dann auch Verwünschungen in deine Richtung schreißen und fass mich nicht an, du Unding! Frau, nun seid doch leise, ich kann euer Kind gar nicht hören. Du sollst mein Kind auch in Ruhe lassen! Nimm deine Finger weg! Ich will das nicht! Hilfe! Wache! Ich gucke Hilde an. Was machen wir denn jetzt? Sie will nicht. Das Kind muss zur Welt gebracht werden, Lyriel. Wenn wir es hier lassen, ist es die letzte Chance, sonst verbrennt es morgen auf dem Scheiterhaufen. Nein, das können wir nicht zulassen. Das Kind hat ja nichts getan. So sehe ich das auch. Der Vorstand des... Der Abt des Ordens wird es anders sehen, wahrscheinlich. Aus seinem verdorbenen Leib kommt eine verdorbene Frucht, würde er sagen. Aber das sehe ich nicht so. Nein, jede Frucht, die man erntet, ist frisch und unverdorben. Das sehe ich doch jedes Mal in meinem Garten. Dann denken wir gleich. Deswegen darfst du über das, was wir hier machen, auch niemals ein Wort verlieren. Die Wachen hier oben habe ich bestochen. Die werden nichts erzählen. Ja gut, Mutter Hilde, nichts zu sagen ist ja auch nicht lügen. Das kriege ich hin. Ein weiterer frevelhafter Gedanke. Ja. So schnell kriegt man die reinen Geschöpfe des Herrn dazu, Sünden zu begehen. Ja, schon niemand. Ja. Kaum ein Buch mit ketzerischen Gedanken gelesen, schon alles verloren. Ja. Schlimm. Ja. Ja, gut. Ja, also die Frau wehrt sich mit Händen und Füßen. Will irgendwie, ja, also will das nicht über sich ergehen lassen, was da passieren soll. Und Hilde hat Kräuter zur schnellen Einleitung des Geburtsvorgangs halt mitgebracht. So ein Beißholz für die Schmerzen. Und sie meint halt, es ist vielleicht ganz gut, dass du mit dabei bist, Lyriel.
können wir die Wunden irgendwie verschließen, ohne dass Narben zurückbleiben. Und dann wird man sich vielleicht wundern, warum diese Frau nicht mehr so dick ist wie heute. Aber ich denke, die Wachen werden... wird es nicht kümmern. Ja. Bleib mir vom Leib! Ja, also sie ist nur mit einer Hand festgemacht. Ja. Okay. Schlägt auch mit der anderen und versucht zu treten. Und, ja. Hilde, wir müssen sie erstmal festhalten. In der Tat, ja. Ich mach die Kräuter fertig und du hältst sie fest. Mhm. Ja, ich. Könntest du halt deine Engelskraft einsetzen und sie zu schwächen? Wenn du möchtest. Ist vielleicht aber für den Geburtsvorgang gar nicht so gut. Richtig. Das wäre eher schlecht. Ja. Nee. Können wir jetzt mal überlegen, wie Lyriel das löst und ich ziehe mal eine Karte. Mhm. Spannend. Das 14. Arcanum. Die Traumsaat, aufrechte Bedeutung, Einheit, Anpassung, Integration, Synergie, Gleichgewicht, Einigkeit, Erfahrung, Konfliktlösung, Symmetrie, Kombination, Abstimmung, Koordination und Selbstbeherrschung. Mhm. Ganz schön viele Bedeutungen. Ja. Tja, ich werde einfach erstmal sehen, dass ich sie zu packen bekomme, zumindest ihre Hand. Ich denke mal, ja, Beine wird ja noch irgendwie man noch ignorieren können. Dann würde halt dann das sehende Auge verwenden, also halt sehen, was genau in ihrem Körper vorgeht. Ja, schauen, wie es dem... Tauchst in das Schwarz des menschlichen Körpers ein, wie du es eben noch gelesen hattest. Das wirst dir früher, als du das gemacht hast, gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du das Buch gelesen hast, diese Schwärze in den Menschen, ist es vielleicht hier düsterer? Liegt es an der Umgebung? Oder ist es doch düsterer als in den anderen Menschen? Weil diese Frau eine Ketzerin ist. Schwer zu sagen. Krank ist sie zumindest nicht, das kannst du ziemlich schnell sehen, als du durch den Körper heilst. Okay. Ja, dann dann würde ich halt nach dem Kind sehen, ob einerseits, ob alles in Ordnung ist, ob es sich halt schon gesenkt hat oder ob wir das quasi wirklich Steißgeburt wäre unbequem für alle. Mhm. Ja. Also das Kind ist noch nicht so, dass es jetzt sofort kommen würde. Das heißt, ihr müsst es früher holen. Aber es ist schon, also kurz vor der Geburt ist es schon. Also okay. es würde wahrscheinlich mit deiner Hilfe auch überleben können. Mhm. Ich glaube, wenn du Hilde alleine gelassen hättest und sie das Kind geholt hättest, wäre es vielleicht sogar schwierig geworden. So würdest du es zumindest einschätzen. Mhm. Also ist es quasi auch schon gedreht, oder? Also ja, so genau kenne ich mich da jetzt gar nicht aus, aber... Normalerweise ist der Kopf oben. Ja, ja, genau das weiß ich schon, ja, aber ich weiß nicht, wie weit vorher das alles passiert. Okay, aber, ja gut, okay. Also ist jetzt noch nicht der Geburtsvorgang eingeleitet, so, ne? Also Gut, ja. Ja, jedenfalls würde ich mir dann schon mal denken, Schwächen ist nicht so gut, weil die muss pressen. Und wird sie dann wahrscheinlich auch zwangsweise, aber gut. Ja, und ich versuche halt, das irgendwie in Einklang zu bringen und sie sich ein bisschen erschöpft schreien lassen, dass sie halt ein bisschen runterkommt und würde auch, wie gesagt, werde sie festhalten. Knebeln könnte man sie auch, ja. Würde auch gleichzeitig das Beißholz halt ganz gut einsetzen. Ja gut, sie muss aber die Kräuter noch zu sich nehmen. Ja, das stimmt. Ja. Und ich versuche einfach
gut auf sie einzureden. Und Frau, nun, ihr habt euch schon in so eine Lage gebracht. Nun, zieht doch euer Kind nicht mit hinein. Was für eine Lage habe ich mich denn gebracht? Ihr habt mich in diese Lage gebracht. Die scheiß Kirche hat mich in diese Lage gebracht. Nun ja, nein, die Kirche hat euch ja nicht gezwungen, euch schlecht zu äußern. Nun, ich weiß es doch auch nicht, Frau. Ihr seid jetzt in dieser Lage und wir sind in dieser Lage und wir müssen das Beste daraus machen, zumindest für euer Kind. Stellt euch doch vor, wie schön es sein könnte, wenn es lebt, wenn ihr ihm das Leben schenkt und nicht es ihm morgen nehmt. Lieber lasse ich mein Kind mit mir verbrennen, als es in die Hände eines solchen Untiers wie dir zu lassen. Nun, das ist bedauerlich. Das werden wir nämlich nicht zulassen. Das ist bedauerlich. Ja. Sehr schön, ja. Und ja, ich versuche halt weiter einfach, ja, quasi ihre Muskelbewegungen vorauszusehen, die Hand dann entsprechend festzuhalten, dass sie Mutter. Könntest mit deinen Heilkräften natürlich auch unterstützen, dass die der Geburtsvorgang eingeleitet wird? Mhm. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Also alles, was ich da tun kann, werde ich auch tun. Dass es halt ja möglichst einfach geht. Und mit möglichst wenig Mitarbeit der Frau. Ja, die wird sich, wie gesagt, wehren dagegen. Das heißt, ihr werdet das Kind gegen ihren Willen irgendwie zur Welt bringen müssen. Und man muss das ja jetzt auch nicht bis in jede Einzelheit beschreiben. Ich denke, aufgrund deiner übermenschlichen, göttlich gegebenen Kräfte wirst du ordentlich dagegen ankämpfen müssen. Aber du wirst es schaffen. Denn du bist nicht umsonst eine heilende Hand Gottes. Und wird das Kind zur Welt bringen und in deinen Armen lassen. Also jetzt nicht freiwillig, aber ja. Ja, ich würde halt auch dem Kind die Hand auflegen, schauen, dass alles gut ist, dass die Lunge sich befreit hat. Das ist auch nötig, weil sonst ohne deine göttlichen Kräfte würde das Kind wahrscheinlich sterben. Weil zu früh geboren. Okay. Dann, packe ich alles an Heilung, was ich so möglichst aufbringen kann, rein. Also, dass dem Kind halt wirklich gut geht, dass es stabil ist, sag ich jetzt mal. Ja, das, wir es halt waschen und wickeln können und dann mitnehmen. Ja. Hilde versucht auch noch irgendwie möglichst alles sauber zu hinterlassen, auch die Wunden, die es zurückgeblieben sind, ob der schweren Geburt und auch ob der sich wehrenden Frau Schürfwunden vom Stein der Mauer und so zu versorgen. Und die Frau wehrt sich immer noch, sie ist halt total kraftlos am Ende. Und als die Zellentür hinter euch schließt und das schreiende Kind bei dir auf dem Arm sitzt, hörst du nochmal das Klicken der Zellentür. Und ihr verlasst im Stillen und Dunkeln das Gefängnis wieder Richtung Himmel. Wieder den Umhang über, vielleicht das Kind inzwischen an Hilde abgegeben. Und als ihr dann in dem Geburtshaus seid, in den Privatgemächern der Beginen dort, also in den Dienstzimmern, wo man ein bisschen irgendwie Ruhe hat, wickelt Hilde das Kind nochmal ordentlich und meint dann: Danke, Lyriel, ohne dich hätte ich es nicht schaffen können. Gern geschehen, Mutter Hilde. Und ich. Du weißt, was mit dem Kind passiert, wenn wir sagen, woher es kommt, nicht wahr?
Ja, das weiß ich. Und das heute Nacht ist nie passiert. Ich streichel dem Kind über den Kopf. So muss es wohl sein. Wie nennen wir es? Es muss seinen Namen bekommen. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Kannst du entscheiden. Okay. Kann man das schon mal entscheiden? Stimmt, ja. Eine einzigartige Situation. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, es ist ein wunderschönes kleines Mädchen. Dann würde ich jetzt angucken. Ich wäre für Agnes. Agnes. Ein schöner Name. Gut, Agnes. Dann wollen wir mal sehen, dass du was zu trinken bekommst, nicht wahr? Ich muss mich noch genau ausdenken, wie ich das hinbekomme, dass während meiner Nachtschicht hier ein Kind vor der Tür abgegeben wurde, dass es irgendwie glaubhaft wirkt. Die Instrumente, die ich von dir oben genommen habe, ich denke, man kann sich da auch was überlegen, warum du sie heute Nacht gebraucht hast, oder? Vielleicht hast du geübt oder so. Ja, ich könnte geübt haben. Sicher hast du geübt. Du bist immer sehr strebsam. Danke. Ja. Dann sehen wir uns morgen, Lyriel, im Garten. Bis morgen, Mutter Hilde. Bis morgen. Ja, und? Ach, Lyriel. Ja? Den Umhang. Oh, natürlich. Ich gebe den Umhang ab und danke dir. Ihr bringt ihn dann zurück? Das tue ich. Vielen Dank. Und ich streiche dem kleinen Mädchen nochmal über den Kopf und winke Mutter Hilde zu und ja. Agnes. Ich glaube, du musst ein bisschen schlafen, Agnes. Dreht sich so von dir weg. Ja, du hast schon einige Kinder zur Welt gebracht, Lyriel. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das aber das Besonderste. Und ja, vielleicht ist die nächsten Tage. Kümmerst du dich besonders um dieses Findelkind? Am nächsten Tag geht natürlich die Nachricht es wird ein Findelkind gefunden und so, ne? Ja, ich würde schon, also, ne, weil es ist ja was Besonderes, wenn ein Kind gefunden wird. Schön, dass ich sowas erleben darf und würde mich halt schon dann für das Kind interessieren. Ja, dann sind die nächsten paar Wochen bis ist Lyriel wahrscheinlich auch sehr abgelenkt durch immer stetige Besuche bei Hilde und bei Agnes. Vielleicht freundet sich Hilde mit Lyriel ein bisschen an. Ihr habt ein Geheimnis, was ihr zusammen teilt. Hilde kümmert sich wie eine Mutter um das Kind. Natürlich auch um die anderen Sachen, die sie halt zu tun hat hier im Himmel. Ja, und so entsteht die erste Freundschaft zwischen einem Engel des Herrn und einem Menschen, zwischen Lyriel und Hilde. Und auch zu Agnes bekommt Lyriel eine etwas innige Beziehung, ein merkwürdiges Gefühl, was ist das irgendwie, wie gesagt, Kinder. Auch die nächsten Tage wirst du öfter Kinder noch zur Welt bringen, aber es ist nicht dasselbe. Und irgendetwas, ja, ich weiß nicht, schleichen sich vielleicht auch Zweifel ein, aufgrund dessen, was du gelesen hast, was dieses Kind mal werden könnte? Ob seiner Herkunft? Ob des Geheimnisses, das es ihm gibt? Oder ist Lyriel da ganz frei von? Ich weiß nicht. Also ab und zu, wenn ich mal mehr Zeit habe, nochmal zum Überlegen, würde ich vielleicht auch denken, bei so einer Mutter.
Aber andererseits kennt das Baby die Mutter ja gar nicht, sondern es hat Hilde zur Mutter. Und wenn ich dann darüber nachdenke und denke, wenn es so wird wie Hilde, dann habe ich auf jeden Fall was Gutes getan. Mhm. Und ja, also ab und zu, also gerade nach Lesen des Tagebuchs und wie gesagt, da wird sie wahrscheinlich auch noch mal öfter drüber gucken, gibt es vielleicht schon Zweifel, aber das kann doch alles, also wenn man die Kleine lächeln sieht, das kann doch gar nicht. Die wird so wie Hilde. Das muss so. Ja, die folgenden Wochen wird deine Ausbildung weitergehen. Du wirst zu einem Meisterheiler ausgebildet, wie alle Engel des Herrn im Orden des Raphael. Lernst jetzt auch andere Engel kennen, die hier im Himmel gerade weilen. Eine Fraktion von denen. Ein paar Lehrveranstaltungen, wo du so aus Interesse ruhig auch mal hineingehst, die von diesen nicht in weiß und blau gekleideten Engeln, sondern die tragen dunklere Farben. Und sie befassen sich auch mit etwas morbideren Themen, denn du hast es schon ein bisschen Angst vor deinen eigenen Kräften, irgendwie totes Gewebe wieder zum Schlagen kurzzeitig bringen zu können. Und hier siehst du Engel, die ja wirklich dafür sorgen können, dass ein Leichnam wieder aufsteht. Und die auch dafür sorgen, dass lebendes Gewebe abstirbt, die quasi deine Kräfte in das Gegenteil verkehren. Auch das sind Raphaeliten, aber es sind Raphaeliten, die ihre Kräfte zum Kampf benutzen. In dieser Lehrveranstaltung, in der Lyriel drin sitzt, sieht sie auch das allererste Mal eine Traumsaatkreatur, ein totes Exemplar zwar, aber einen großen Käfer. Und an dem wird halt demonstriert, dass die heilenden Kräfte der Engel halt auch ins Gegenteil verdreht werden können und man dadurch lebendes oder fast totes Gewebe halt komplett zu Staub zerfallen lassen kann. Ein merkwürdiges, gruseliges Gefühl durchschleicht Lyriel beim Anblick dieser Art von Raphaeliten. Oder? Ja, also was komplett zu Staub zerfallen zu lassen, nee. Also ich muss an Baby Agnes denken, dass auch von der schlechten Frau was Gutes übrig geblieben ist. Und auch an das Tagebuch und überhaupt das Zimmer, das ich ja quasi bezogen habe, obwohl es noch eingerichtet war und alles, dass irgendwie immer was übrig bleibt. Aber wenn etwas komplett zu Staub zerfällt, das finde ich schon, auch wenn es Traumsaat ist, das ist schon gruselig. Auch in der Traumsaat steckt noch etwas Positives. Ja, muss nämlich, die sind ja hauptsächlich Insektoid und ich muss dann halt einfach an meinen Garten denken, weil ohne die Bienchen würde mein Garten gar nicht funktionieren. Mhm. Und das sind auch Insekten. Ja, und wieder ein ketzerischer Gedanke in Lyriels Kopf. Die Traumsaat ist eigentlich was Gutes. Ja, das sind jetzt nicht gerade flauschige Hummeln, ne? Ja. Das ist schon klar, aber irgendwie hat ja halt jedes Insekt im Garten, auch wenn es nicht so. Siehst du auch bei diesen raphaelitischen Engelskriegern, die da sind, ältere Engel, die halt auch Verbrennungen am Körper haben. Bisher bist du immer davon ausgegangen, du bist ein Engel des Herrn. Engel des Herrn sind unzerstörbar und sind von Gottes Kraft so durchdrungen. Gerade Raphaeliten können alles heilen. Und jetzt siehst du Wunden, du siehst Narben, du siehst Engel, die Gliedmaßen verloren haben, ein Holzbein tragen und sich diesem kämpferischen Zweig halt angeschlossen haben. Und du hörst sie reden wie Krieger. Und einige Gabrieliten sind auch als Gastredner für diese Veranstaltung vorgesehen und reden von Kriegsstrategien und vom Töten. Etwas, was Lyriel, wie du gerade schon gesagt hast, etwas mit, vielleicht verlässt du die Veranstaltung vorzeitig, weil es nur ganz gegen deinen Geist geht.
Ja, ich denke mal, also wenn es nur noch ums Töten geht, auf jeden Fall. Das, ja, da Leben beenden geht es. Ja. Nee. Ja. Aber auch das ist ein Teil des Raphaelsordens. Ein Teil, der bis jetzt auch verschlossen und wahrscheinlich auch für ab jetzt auch aufgrund deiner Neigungen verschlossen bleibt. Ja, du übst weiter mit Peliel das Fliegen. Fragst ihn vielleicht auch ein bisschen aus über diese gruseligen anderen Raphaeliten, die da irgendwie sind. Er kann die auch nicht richtig verstehen. Aber trotzdem ein bisschen militärischen Drill wird man dir auch zukommen lassen, bevor, und das stellt Peliel dir jetzt auch in Aussicht, du bald diesen Himmel verlassen wirst und nach Roma Aeterna fliegst mit ihm zusammen und einigen anderen. Dein erster großer Weitstreckenflug, und du wirst dann dort deine Engelsweihe erhalten, weil Peliel meint, du bist zu weit. Du kannst jedes Flugmanöver, was er kann, das hättest du gemeistert. Die Heiler in den Kursen meinen auch, dass du alles gelernt hättest, was es zu lernen gibt. Es ist Zeit für das wahre Leben, meint Peliel. Raus aus den Beschränktheit des Himmels. Ja, ich bin natürlich ganz begeistert und gebauchpinselt, dass er so über mich denkt, dass ich bereit bin und Du wirst eine Schar zugewiesen bekommen, Lyriel. Eine ganze Schar. Und du wirst für sie verantwortlich sein. Du wirst sie heilen müssen und im Kampf ihnen beistehen müssen. Oh, im Kampf wirklich? Und jetzt ein bisschen... Das war jetzt doof. Ich find's gut, dass er so eine tolle Meinung über mich hat, aber... Kann passieren. Es wird wahrscheinlich passieren. Wir sind Streiter des Herrn. Und er wiederholt einen der Sätze, die Lyriel quasi ständig hört im Alltag, auch ständig wiederholt hat. Und er beginnt den Satz, du weißt, wie es ist. Wir sind die Engel des Herrn. Spannend. Wir sind die Boten des Lichts. Wir hören und wir gehorchen. Genau. Ja. Und wenn dein Michaelit dir sagt, wirst du in den Kampf ziehen musst, dann ist es so. Und du musst dafür sorgen, dass sie nicht verwundet werden. Und ja. Weißt du, an einer Schar, in der ich mal war, war so ein Urelit, der ständig durch die Bäume geflogen ist. Er hat sich ständig dabei verletzt. Vielleicht musst du auch nur sowas machen. Ja, das wäre mir angenehmer. Ach, das was schaffst du schon. Er nimmt dich in den Arm. Und schließt auch so die Flügel so. Oh. Ich lasse es mir richtig gut gehen in seiner Umarmung. Und ja, soweit meine und seine Flügel das zulassen, umarme ich ihn zurück. Und danke, dass du so gut von mir denkst. Wie soll ich denn sonst von dir denken? Naja, anders. Aber ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Wieso? Ich habe keinen Anlass, irgendwelche schlecht von dir zu denken. Das beruhigt mich. Und ich lenke ein bisschen davon ab und grinse ihn frech an und knuff ihn und weiß ich nicht, wo sind wir gerade? Ja, irgendwo so da auf einem Gang. Irgendwie keiner sonst irgendwie groß da. Okay. Vielleicht auch auf der Flugplattform irgendwo draußen. Ja, wenn wir nämlich auf der Flugplattform sind, würde ich, ja, wie gesagt, ihn knuffen und angrinsen und du kriegst mich eh nicht und einfach losfliegen. Ja, dann gibt es eine kleine Verfolgungsjagd oben über dem Himmel von Grazianopel. Ja, ganz, ganz nett. Und tatsächlich ist es dann so, dass die nächsten Tage dann den Himmel verlassen musst, dein Zimmer nochmal herrichtest, falls Frael wiederkommt, dass er auch ja alles so wiederfindet, wie er es verlassen hat. Ja. Vielleicht das Buch wieder oben auf das, auf den... Diesmal mit den schön Flügeln. Schön versteckt, ja genau, mit den Flügeln diesmal.
Ja, und dann geht es auf den ersten weiten Flug. Und wenn man die Karte sich noch einmal anschaut, ja, einmal quer über ganz Italien hinweg, bis nach Roma Aeterna, dem Hauptsitz der angelitischen Kirche, dort, wo Papst Petrus Secundus residiert und der Papst persönlich weiht jeden neuen Engel, der von den Himmeln aus gesendet wird. Und das ist eine der größten Ehren, die einem Engel zuteilkommen werden. Und Peliel im Flug erzählt er dir ganz viel von seiner Weihe und zeigt so auf ein Votivband. Das kriegst du dann auch, das Weihband. Das hat jeder zwar, aber naja, meins ist besonders schön. Ich glaube ihm das natürlich. Und guck es ganz groß an und oh, ich hoffe, meins wird auch so schön. Ja. Ein langer, ermüdender Flug quer über Italien hinweg. Und wenn du dachtest, dass Grazianopel schon eine große Stadt sei, so oft wie du jetzt schon darüber hinweggeflogen bist, so viel größer ist das Land um Grazianopel und über Europa. Du hättest nie gedacht, dass die Welt so groß sein kann. Du fliegst über Bäche, über Täler, über Seen, über Berge hinweg. Siehst viele kleine Dörfer an dir vorbeiziehen und dann die große, ewige Stadt Roma Aeterna mit diesem übermenschlich großen, kein Vergleich zum Himmel der Raphaeliten. Viel, viel größer, viel schillernder, viel prächtiger sieht der Himmel der Michaeliten aus. Als hätte Gott seinen Zeigefinger aus dem Himmel herunter auf die Erde fahren lassen. So der riesige Himmelsturm der Michaeliten mitten der Stadt und schillert in Gold und allen möglichen Regenbogenfarben. In den Himmel hinein. Der kommt gerade so an, dass die Sonne hinter dem Turm steht und dadurch nochmal das Schillern und das Glänzen dieses Turmes auch nochmal verstärkt. Und nicht nur der Himmel sieht gleißend und schön aus, auch die Stadt selbst ist eine schöne, reine, große, übergroße Stadt, vielleicht sogar doppelt bis dreifach so groß. Du kannst es nicht so richtig schätzen wie deine Stadt, die du kennst. Unglaublich viele Menschen sind auf dem Weg. Ja, jetzt weißt du, warum alle immer von dieser Stadt so schwärmen, wenn sie davon berichten. Ja, ich saug das so alles in mich auf, diesen ganzen Anblick. Jede kleine Kapelle und jede Kirche, an der er vorbeifliegt, schlägt mit den Glocken. Ein großes Geläut zum, und du siehst von allen möglichen Himmelsrichtungen Engel hereinfliegen, auf der unterschiedlichsten Orden. Und Peliel stimmt einen Choral an, als ihr irgendwie näher kommt. Und dann siehst du Engel, die keine Flügel haben, die euch entgegenfliegen, auf Flugscheiben reitend, die den Choral einstimmen und ihn noch lauter machen. Und verstärken quasi euren Gesang und alle Menschen unten auf dem Boden schauen in eure Richtung, lassen alles, was sie gerade haben, stehen und schauen einfach und mit offenen Mündern zu euch herüber. Und du siehst auch einen Pilgerstrom, der in der Richtung Himmelsgebäude läuft. Ja, es ist ein sehr erhabender Augenblick von, ja, bestimmt an die 10, 20 Engel, die jetzt aus allen Richtungen des Himmels auf den Turm zuströmen, alle in diesen Choral einfallen und die Menschen unten mit offenen Mündern da stehen lässt. Und der letzte Choral endet natürlich, wie es sein muss, mit dem Satz: Wir sind die Engel des Herrn. Wir sind die Boten des Lichts. Wir hören und wir gehorchen. Genau. Ja, ihr landet auf der Flugplattform des Himmels der Michaeliten in Roma Aeterna und es schließt sich eine große Zeremonie an. Ein Gottesdienst hast du nun schon öfters besucht, aber diese Veranstaltung ist um einiges größer. Es sind viel, viel mehr Engel da, kaum Menschen. Und Petrus Secundus,
dieser Mensch, der seit über 100 Jahren nicht gealtert ist, umgeben von seinen Beratern, immer noch ein Kind seiend mit seinen 14 Jahren, wirkt sehr erhaben, wirkt sehr weise, obwohl er das Äußere eines Kindes hat. Seine Bewegungen sind sehr grazil und es wird irgendwann in der Zeremonie eine Reihe gebildet. Tatsächlich gibt es Votivbänder. Und als du an der Reihe bist, ist es wohl ein erhabener Augenblick, als dieser Petrus Secundus dir seine Hände auf den Kopf legt und Worte spricht. Möge der Herr, unser Gott im Himmel, dich, liest dann kurz den Namen von einem Blatt ab, was ihm jemand hinhält, Lyriel vom Orden des Raphael, möge dich geleiten und immer deinen Weg erhellen. Mögest du von den Einflüsterungen der Traumsaat bewahrt bleiben und das tun, was deinem Orden zugewiesen ist, nämlich die Menschheit vor den Untieren und Untaten des Herrn der Fliegen zu retten und zu bewahren. Erhebe dich nun, Lyriel, Engel des Ordens des Raphael, und betrete das erste Mal diesen Altarbereich als vollständiges Mitglied des Ordens des Raphael. Lässt die Hände wieder los. Ja, ich stehe auf und mach halt, was er gesagt hat, ne? Weil du, Lyriel, bist ein Engel des Herrn. Muss ich das jetzt mit wir oder ich sagen? Ich. Ich bin ein Bote des Lichts. Ich höre und ich gehorche. So soll es sein. Also, ja. Ja. Du kriegst das Votivband umgewickelt von ihm persönlich und darfst dann in den hinteren Bereich des Altars betreten, wo andere Engel schon auf dich warten, der verschiedensten Orden. Alle so stolz ihr Votivband so tragen. Ja, und vielleicht tut Lyriel das genauso. Ja. Ja, also immerhin das Erste, ne? Immerhin so. Das Erste, genau. Ja, und an dieser Stelle verlassen wir Lyriel für den Moment. Haben ein bisschen was über ihren Werdegang im Himmel erfahren, wer sie so ist, und das erste Geheimnis von Lyriel auch herausbekommen. Ihr kennt es jetzt, lieber Chat. Die anderen Engel ihrer Schar, die sie später zugewiesen kriegt, kennen dieses Geheimnis vielleicht gar nicht. Und wie es weitergeht, ob Lyriel Hilde oder Agnes irgendwann nochmal wieder sieht, wer weiß. Vielleicht, vielleicht nicht, aber vielleicht doch. Ist vielleicht auch ein bisschen traurig, die beiden zurücklassen zu müssen. Tja. Durex schreibt schon, er hat nichts gesehen. Ja, das sagt er jetzt. Mhm. Aber er hat eben auch geschrieben, dass er auf dich aufpasst. Also, ja. Das ist gut. Hoffentlich passt er auch auf sich auf, damit ich ihn nicht ständig heilen muss. Ja, für heute war es das mit dem kleinen Einblick in den Himmel der Raphaeliten, der heilenden Hände Gottes. Die anderen Orden sind natürlich völlig anders und andere Aufgabenbereiche. Bin gespannt, wie die anderen Engel sich verhalten, wie sie drauf sind, was sie vielleicht für kleine Geheimnisse mit sich tragen. Und irgendwann wird aus unseren 5 Engeln eine Schar werden und sie werden auf eine Mission geschickt werden und spannende Dinge erleben, hoffentlich. Lyriel war die erste. In 2 Wochen, wenn alles klappt, seht ihr dann den Engel des Gabriel. Gabrieliten sind, wie heute schon ein bisschen durchgescheint, die Krieger und die Kämpfer, Streiter des Herrn, richtige Soldaten, gestählt für den Kampf. Und die einzigen Engel, die Flammenschwerter und todbringende Waffen mit sich tragen dürfen. Ja. Da können wir mal gespannt sein, wie da der Himmel aussieht und wie da dieses Ganze ein bisschen, ob das genauso herzlich und freundlich und offen ist wie in dem Himmel der Raphaeliten. Ich
denke eher nicht. Aber mal sehen. Ja, ich freut mich, dass ihr zugeguckt habt. Danke fürs Mitspielen, Luki. Das Beuteltier kraut nochmal Koalas zum Ende. Das ist sehr gut, ja. Das Beuteltiere untereinander müssen das machen, ja. ich schaue noch mal kurz, wer noch irgendwie gerade noch mal hier ist, in den Chat hinein. Slät. Wir haben die Feramin ist da und Azrael guckt auch zu. Hallo Azrael. Bananananen, das Beuteltier, was gerade gekrault hat. Commander Root, der D-Rex, Host Giveaway, Newman. Oh, was macht der denn hier? Positivity Bot, Red Pack, Steelhammer und die Stimme aus dem Off. Ja, danke schön fürs Zusehen. Falls ihr das später auf YouTube schaut, hinterlasst doch unten drunter einen Kommentar, wie ihr Lyriel findet, wie ihr das Spiel fandet, wie ihr die Welt findet, was ihr von Lyriels Entscheidungen haltet, von den ketzerischen Gedanken, dem Diebstahl und dem anderen ketzerischen Zeug, was sie da verbrochen hat. Ja, irgendwelche Wünsche und so, wir nehmen das alles gerne auf und freuen uns in 2 Wochen, wenn es mit dem zweiten Prelude dann auch weitergeht und wir einen zweiten Engel betrachten dürfen. Danke auch nochmal an Züdi für die tolle Zeichnung und wenn ihr das auf YouTube schaut, dann könnt ihr auch unten den Twitter-Account von Züdi sehen, verlinkt, dann, falls ihr auch so eine schöne Zeichnung haben wollt, dann schreibt sie da doch einfach mal an, dann malt sie euch vielleicht auch so schöne Sachen. Wer weiß, ist alles Verhandlungssache wahrscheinlich. Nachher kann sie sich vor Anfragen nicht mehr retten, die Arme. Ja, hast du noch was zu sagen? Ja, vielen Dank fürs Meistern. Es war sehr schön, ich hatte viel Spaß. Ja, ich habe sehr viel geredet, glaube ich, heute, ne? Kann das sein? Aber ja, aber ist auch in Ordnung. Also ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, dass ich zu kurz gekommen wäre. Also das ist gut. Alles gut. Ja. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen ketzerischer als vorher. Ja. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich es bin. Ja, die Raphaeliten sind auch alle nicht so stark gedrillt wie andere. Da werden andere, die anderen werden da, glaube ich, etwas mehr drauf achten. Ja, ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es mit den anderen dann weitergeht. Ja, ich auch. Ich weiß es ja auch noch nicht. Ja, und ja, schön. Finde das auch, ja, es ist eine interessante Welt, die sehr düster sein kann und sehr fiese Sachen als Thema haben kann, wie man heute Mittag im Nordpol-Discord auch irgendwie lesen konnte. Ich versuche das Ganze schon in eine recht düstere Richtung zu lenken irgendwann, allerdings nicht in so eine ganz extreme Richtung, wie das heute irgendwie beschrieben wurde. Es ist eher so eine, die düsteren Entscheidungen der Ketzerei und was es mit den Engeln macht, das soll schon irgendwie thematisiert werden. Aber so ganz ins Extrem werden wir da nicht gehen, denke ich. Ja. Und falls ihr Engel-Fan seid und hier zuguckt, natürlich bin ich nicht sehr super Experte, was diese Welt angeht. Ich habe viele der Bücher halt noch gar nicht richtig gelesen. Auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr auch die Lesung von diesem dicken Buch hier nachhören. Wir sind irgendwo knapp vor Ende, wie man hier sieht. Falls ihr also mehr über die Welt erfahren wollt in Romanform und in Hörbuchform, könnt ihr das auf meinem Kanal auch hören. Da lesen Mario und ich diesen Roman vor, in dem es um einen Engel geht, der seine Flügel verliert. Und ja, ihr könnt euch ja mal, wenn ihr da Interesse habt, dann mal reinhören. Ansonsten noch danke an Leopardien202 für das tolle Lesen von dem Tagebuch. Und auch einen Gruß an die Orbitalratte. Die hatte nämlich auch versucht, das Ding einzulesen, aber da gab es ein paar technische Schwierigkeiten so Störgeräusche, die habe ich leider nicht rausgekriegt. Deswegen musste ich das nochmal von der Leopardin vornehmen lesen lassen. Aber danke, Orbitalratte, dass du das trotzdem gemacht hast und dir so viel Mühe damit gemacht hast, auch wenn es jetzt nicht hier ausgestrahlt wurde. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, macht's schön, macht's gut und wir sehen uns in 2 Wochen spätestens mit der Engelrunde wieder. Morgen könnt ihr auf dem Kanal von Mischka RPG
eine Runde DSA 5 mit mir noch sehen. Und falls ihr sonst noch wissen wollt, wo es DSA und Engel und Vampire und allem anderen möglichen Rollenspiele gibt, da oben läuft die ganze Zeit die Adresse vom Nerdpol rum. Da schaut ihr mal hin, da gibt es einen Eventkalender. Jeden Tag fast gibt es einen anderen Rollenspielstream dort zu sehen. Nicht nur von mir, sondern auch von anderen tollen Spielleitern. Schaut da mal rein. Und das letzte Wort und das letzte Tschüss, sage ich, hat Loki. Ja dann, tschüss.